herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 268. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Hi. Und der Herr Basti. Gute. Gute. Also ich hatte gerade eben schon wieder fürchterliche Gänsehaut bei diesem Thema. Also es ist, hei. Also gerade dieses Intro hat mich auch heute Morgen wieder komplett zurück in die Zeit gebracht, ja, und Gänsehaut aufkommen lassen, muss ich sagen. Ich habe es eigentlich gestern schon alles ganz gut verdaut, heute Morgen kam so ein bisschen die Trauer wieder zurück. Ja, wer nicht weiß, worum es geht, wir reden natürlich über das Pokalspiel vom vergangenen Wochenende, was ja leider nicht so richtig für uns ausgegangen ist. Und das werden wir heute mal sehr detailliert uns vornehmen. Das ist so das einzige Thema, was wir uns für heute vornehmen. Es ist schon gefordert worden, dass wir doch auch eine Saisonrückschau und so weiter machen sollen. Das machen wir mit ein bisschen Abstand. Ja. Für die Leute, die jetzt neu dazugekommen sind, ihr könnt uns immer dienstags, also fast immer dienstags, wenn wir aufnehmen, heute ausnahmsweise mal Montag, während der Aufnahme live zuhören. Wir haben einen Livestream und wir haben einen Live-Chat und alles, das findet ihr unter eintracht-podcast.de/live. Und jetzt nehmen wir uns eben dieses Pokalspiel gegen den BVB vom vergangenen Wochenende vor. Und ich würde sagen, bevor wir auf das Spielerische gucken, ihr wart ja vor Ort. Ja, ich konnte leider aus privaten Gründen nicht, ich hätte mir das ansonsten auch gerne gegeben. Wie war denn so generell als Fan vor Ort so Stimmung und Setup und war das so schwierig, da ins Stadion zu kommen, wie das alle irgendwie vorher befürchtet haben? Kommt drauf an. Kommt drauf an, also, ob du einen Elefanten oder zwei Elefanten mitnehmen kannst. Ja, also was war denn einfacher, ein Elefant oder zwei Elefanten? Ich hätte doch drei mitnehmen können. Also, kannst du einen Zirkus Frage, hätten wir damit in den Block nehmen können. Genau, die Frage ist halt wirklich, ob du jetzt meinst, dass du legal hinkommst oder ob du dir vorher noch Karten kaufst oder ob du einfach sinistere Dinge vorhast. Weil, also da muss man schon sagen, also natürlich, es gab noch die ein oder andere Karte vor Ort, das habe ich mitbekommen, dass noch ein paar verkauft wurden zu horrenden Preisen, aber das Gros der Leute ohne Karten sind halt auch ohne Karten, ja, davor hängen geblieben, ging halt nicht anders, ne? Ist natürlich immer ein bisschen ärgerlich, aber wenn so zwei traditionsreiche Mannschaften aufeinandertreffen, ist das irgendwo klar. Das, was mich aber viel eher gewundert hat, ist die Tatsache, dass die Sicherheitskontrollen eigentlich non-präsent waren, um es mal so zu sagen. Vielleicht gab es da Unterschiede. Also ich habe schon gehört, dass ein, ja, wie soll ich sagen, polnischstämmiger Kollege von uns, der wurde ganz genau kontrolliert. Sonst wurde aber lustigerweise wirklich gar keiner kontrolliert. Also die wollten noch nicht mal meinen Rucksack sehen. Unbeteiligte Personen oder Personen, deren Namen ich nicht näher nennen will, haben Schnapsflaschen mit ins Stadion gebracht, ohne Probleme. Ja. Also da merkst du halt, es wurde zum großen Teil gar nicht kontrolliert. Und es gab sogar die ein oder andere Person, die aufgrund, naja, der jüngsten Sicherheitsproblematiken große Bedenken hatte und sogar die Polizei zusammengeschissen hat, ja. Also insgesamt eine sehr skurrile Sache, wenn ich mir überlege, dass momentan ja immer so viel auf Sicherheit getan wird. Hm. Ja, davon habe ich jetzt nicht so viel miterlebt. Ja. Okay. Vor allen Dingen im Nachklang, die Bemerkung wurden dadurch noch lächerlicher, die der DFB nach dem Spiel getätigt hat, dass es bei den Sicherheitskontrollen nur kriminelle Energie möglich macht, Sachen mit ins Stadion zu bringen. Ja. Und dass das auf jeden Fall verfolgt werden muss, weil dazu war überhaupt gar keine Energie möglich. Also da selbst mit negativer Energie hättest du da alles mit reinbringen können, was du wolltest. Die haben meine Mütze nicht kontrolliert, die haben Marvins Tasche nicht kontrolliert. Wie gesagt, es gab Leute, die neben uns standen, die haben eine Riesenflasche Glasjägermeister in der Hand gehabt, die Literflasche. Leute hatten rucksäckeweise Büchsenbier in dem Block drin. Ja, viele wussten es gar nicht, das haben die vergessen. So, weißt genau, du? Das war nicht mal kriminelle Energie, sondern du bist einfach da rumgelaufen und denkst, ah shit, weil ja, du hast ja manchmal noch zufälligerweise 12.000 Bier im Rucksack. Ja, aber das passiert mir jeden Montag. Nein, aber der Marvin hat es ja gesagt. Also, wir ziehen das jetzt hier ins Lächerliche, aber wenn man da draußen am Ende uns erzählen will, dass arg viel kriminelle Energie nötig gewesen wäre, um da was reinzuschmuggeln, das spricht nicht der Wahrheit. Und da haben diejenigen, die das immer alles verhindern wollen, was da passiert, haben überhaupt nichts gemacht. Gar nichts. Mhm. Und tu mir mal bitte einen Gefallen, das ist. Also von meiner Logik her natürlich, das klingt jetzt auch arg platt, aber ich meine, das Spiel hat der DFB ausgerichtet, bestraft das sich jetzt selber quasi, weil wenn die Vereine so Spiel ausrichten und solche Sachen passieren, werden die Vereine bestraft wegen laschen Sicherheitskontrollen. Hm. Und dass der DFB lasche Sicherheitskontrollen anprangert, um selber noch skandalös lascher zu kontrollieren, also das
ist eine ganz merkwürdige Geschichte gewesen. Das ist genau der Punkt. Ich werde bei jedem Eintracht-Spiel deutlicher kontrolliert. Das muss ich mal ganz klar hier festhalten. Ne? Also es gibt überhaupt keinen Zweifel. Also bei der Eintracht wirst du auch nicht immer total krass kontrolliert, auf gar keinen Fall. Aber da hatte ich eine Powerbank, da gab es schon mal Probleme, die musste ich dann abgeben. Also nur mal als Beispiel, die Leute sind mit Powerbanks, was ja auch jetzt kein Drama ist natürlich, aber die mussten, aber da war es scheißegal, Deo, sonst was, Haarspray haben alle Leute mitgenommen. Nicht, dass es ein Problem wäre, ja, ich meine, da muss man mit differenzieren, aber wir kennen ja alle die Diskussionen, wenn sowas mal abgegeben werden musste. Ja, und wie gesagt, bei Glasflaschen und sonstigen Sachen, darüber ja, brauchen wir gar nicht streiten. Und wenn sich dann darüber beschwert wird, dass es Pyrotechnik gab, muss man halt auch sagen, ja, aber es wurde halt anscheinend auch gar nicht dagegen kontrolliert, muss man so zu sagen. Ne? Ja, es passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Jetzt mal losgelöst vom Stadion, wie war denn die Geschichte von der Eintracht vorher auf dem Alexanderplatz? Ja, also würde ich sagen, fast eine schwierige Sache. Wir waren nicht ganz so lange da, ne? Ja, weil man muss auch ganz ehrlich, also das muss man auch sagen, bei aller geilen Stimmung, die dort war, das war ein wenig mau. Das hatte eher was vom Hessentag so. Also Leute haben sich dort getroffen, es war Sonne, es gab teures Bier. Und ja, die Soundanlage von dieser Bühne war arg schlecht, du hast überhaupt nichts gehört. Zwischenzeitlich wurden irgendwelche merkwürdigen Lieder gespielt, du hast gar nichts wirklich mitbekommen. Es wurden nicht viele Lieder gesungen. Es war natürlich imposant zu sehen, dass so viele Eintracht-Fans auf einem Haufen sind, aber es war nicht so, dass man sagt, geil, das hätten wir den ganzen Tag verbringen müssen. Und was der Marvin eben schon angedeutet hat, wir waren nicht ganz so lange da, weil sich natürlich dann rumgesprochen hat, dass die etwas stimmungsvolleren Fans sich an einem anderen Platz getroffen haben. Da sind wir dann auch hingefahren und da wurde dann auch gesungen. Ja, okay, genau. Und das ist ja auch aber vollkommen in Ordnung. Du hast dann schon gemerkt, der Alex war schon der zentrale Platz jetzt erstmal so für die allgemeinen Fans der Eintracht und das war auch in Ordnung. Und da haben wir auch viele coole Leute getroffen. Das war ja eigentlich so einer meiner Highlights. Wir haben ja viele coole Leute getroffen, die uns auch hier im Podcast hören. Die grüße ich auch übrigens alle ganz lieb. Es war eine richtig schöne Angelegenheit. Zum Beispiel der eine JMK bei Twitter, der jetzt auch nochmal das Bild gepostet hat, war eine richtig nette Angelegenheit, ihn zu treffen und viele weitere. Also das sind so die Highlights, die ich an diesem Alex, von dieser Alex-Situation herausgezogen habe. Und dann ging es aber natürlich weiter. Dann sind wir, glaube ich, eine Dreiviertelstunde, das ist halt typisch Berlin, ja, wo du unglaublich lange Strecken eigentlich, ja, wie soll ich sagen, überbrücken musst, um dann zu deinem Ziel zu kommen. Und dann sind wir lang gefahren, sind dann zu Theodor Heuss Allee, glaube ich, war das, dann sind wir gefahren und da haben wir dann den Rest des Pöbelmops, ein kleiner Spaß, das ist der Nordwestkurven-Express, das haben wir dann getroffen und da haben wir ein paar Minuten noch Rast gemacht und sind dann gemeinschaftlich zum Stadion gelaufen und das war natürlich umso imposanter. Das glaube ich. Ja, aber richtig geil. Will ich auch nochmal sagen, was der Marvin eben gesagt hat. Das war jetzt stimmungstechnisch war nicht viel los, es war nicht das unfassbar coolste Rahmenprogramm, aber es war trotzdem cool, weil du hast halt das Gefühl gehabt, das war trotzdem ein Heimspiel. Also du hast viele Leute getroffen, die du vom Gesicht her kanntest, viele Leute, die wir nicht kannten, die uns aber kannten, die alle sehr, sehr freundlich waren, die uns angesprochen haben. Viele Leute haben auch hier den Podcast gehört und haben mir das Bier abgenommen. Was ich mir dann aber trotzdem wieder zurückgeholt habe und trotzdem alles noch vom Spiel weiß. Also es gab auch einige vorbildliche Hörer, die dann wollten, dass ich nicht zu viel Alkohol trinke. Sehr gut. Ja, und alles sehr nett. Wir haben die vom Eintracht-Museum die Leute getroffen. Wir haben alle möglichen. Es war sehr, sehr nett. Du konntest dich mit tausend vielen Leuten unterhalten. Sind dann aber, wie gesagt, ziemlich zügig dann. Man muss ja auch sagen, eigentlich waren wir ja freitags schon da. Der Marvin und ich haben auch erstmal bis 23:30 nochmal geschlafen. Ja. Es gab so die eine oder andere Notwendigkeit, ja. Die eine oder andere Notwendigkeit für Schlaf. Grüße an Dagobert Ürsfeld und die ganze Bande, die uns auf den Freitag Fall auch versüßt haben. Richtig, das war ein grandioser Freitag mit der geballten Fußballkompetenz da. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass wir dann morgens um 8 aufgewacht sind, erstmal kurz was gegessen haben und dann aber gesagt haben, wie sieht's aus, Kollege, wir legen uns beide nochmal hin, da waren wir uns sehr schnell einig. Überraschenderweise. Ja, da war es 23:30. Deswegen sagen wir auch jetzt die ganze Zeit, dass wir so schnell vom Alex weg sind, weil wir halt auch wir waren jetzt nicht direkt um 10 da, sondern erst um, keine Ahnung, 12:30. Ja, aber wie gesagt, war nicht das Spektakulärste, war aber auch nicht schlimm. War eine runde Sache, war gutes Wetter. Man konnte auch in den Kaufhof gehen, sich Bier kaufen, was dann auch ein paar Leute gemacht haben. Ja, das spätet sich an.
kam diese von Marvin angesprochene, unfassbar saunahafte, stickig stinkende S-Bahn-Fahrt durch Halb-Berlin. Die hat einem dann schon echt viel abverlangt. Also du bist dort ausgestiegen, klatschnass. Wir haben uns dann, ja, was haben wir gemacht eigentlich? Wir haben uns den Stadtplan bzw. den U-Bahn-Plan von Berlin angeschaut und haben uns über die Ortsnamen teilweise lustig gemacht. Das hat ungefähr eine halbe Stunde Zeit uns überbrückt und ja, sind dann dort ausgestanden. Ja, und dann hat der Marvin ja gesagt, dann ging es weiter. Ja. Das war natürlich richtig toll, ne? Also das du hast dann die anderen, hast dann die anderen getroffen und dann sind wir dann gemeinsam dahin gelaufen, ja, und das war schon eine richtig coole Angelegenheit. Gute Stimmung, gute Musik gemacht, so will ich schon sagen, ja, nee, aber halt wirklich gute Stimmung gemacht, Lieder gesungen, gab auch schon ein paar Pyro-Artikel, die abgezündet wurden, naja, hätte man auch ein bisschen sanfter machen können, ja, aber wie auch immer. Aber es blieb übrigens alles friedlich, das muss ich auch mal ganz klar dazu sagen. War sowieso ein total friedlicher Tag. Hier ist mir nichts untergekommen, also ich habe persönlich nichts gesehen. Ich habe aber auch ehrlich gesagt nichts Negatives gelesen. Es war ein sehr, sehr friedliches, komplett Unterfangen. Auch von beiden Teams lief alles komplett gut ab. Auch jetzt keine Herthaner gesehen, die sich jetzt irgendwie aufgemuckt haben oder so. Also wir sind dann friedlich dahin hingelaufen. Ja, die Polizei hat uns dann mal zwischenzeitlich noch mal ein bisschen kurz gestoppt. Aber dann konnten wir doch weiter und dann haben wir uns. Sich aber merkwürdig, gell? Also war das diese Kontrolle, die, wo die einfach die Leute irgendwie ein bisschen nach links ziehen wollten und wo direkt hinter der Polizei gerade konnten sie einfach wieder nach rechts gehen? Ja, das war ein bisschen absurd. Ne? Völlig sinnlos. Aber das passt zu dem Konzept des Tages, um es mal so zu sagen. Ja. Also was jetzt auch nicht in aller Stringenz irgendwie durchgeführt wurde. Aber wie gesagt, war in Ordnung, hat dann alles gut gepasst. Danach hat es sich ein bisschen verteilt. Wir waren halt extrem früh am Stadion. Das heißt, man nur ein bisschen versucht, mal im Schatten zu sitzen, sofern das möglich war, und das ein oder andere alkoholfreie Bier zu trinken. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Es gab ja auch nur alkoholfreies Bier, dann zumindest im Stadion. Ja, und wie gesagt, was soll man sagen? Aber hat der Stimmung ja keinen Abbruch getan. Ich würde sagen, ich überspringe jetzt nicht, ich muss jetzt hier nicht Minute für Minute darüber sprechen, was wir in der Zwischenzeit gemacht haben. Wir müssen nicht über die schlechte Pommes von Aramak sprechen. Das war so ein bisschen Lowlight. Es gibt bei Aramak auch keine guten Pommes, sagen. Aber gut, dann war der natürlich irgendwann im Stadion und dann dürfte die Stimmung da ja nochmal ordentlich hochgekocht sein, nachdem Tankert ja dann da in der Kurve gespielt hat. Das war ja auch das, was wir gerade eben so ein bisschen im Intro gehört haben. Das war alles magisch. Magisch. Also du bist ja auch hingegangen, hast dich ja hingesetzt, nur die ersten Minuten natürlich nur gesetzt. Also sobald es losging, wurde sich dann natürlich aufgestanden, ganz klar. Aber jeder hat ja die Leute, die noch kein Leibchen bekommen haben, der Nordwestkurven-Express hatte ja bei der Zugfahrt das schon bekommen, hat dann auf seinem Platz also ein Leibchen gesehen und konnte sich das dann überziehen und das hat mit zu Choreo beigetragen und ab ein paar Minuten schon davor ging es rund. Die Eintracht hat schon ordentlich Stimmung gemacht. Es wurde ja auch total geil, diese Fähnchen da gewedelt. Ich meine, man hat ja schon mehrere Videos gesehen. Ja, und ich glaube, als Tankard auf der Bühne war, ist es komplett eskaliert, oder Basti? Ja, das ist wie der erste magische Moment, den der Marvin angesprochen hat. Also dieses Video, was wir auch im Intro jetzt, wo wir da diese Sequenz raus haben, das ist schon unvergleichlich. Das kann man auch, ohne das zu übertreiben, das ist wirklich magisch. Das sind Momente, wo du da stehst und den Tränen nahe bist, Gänsehaut hast, aber gleichzeitig laut schreist. Und Marvin und ich haben uns auch immer wieder angeguckt und gesagt, ey, geil, geil. Und alle sind sehr fokussiert gewesen und es war schon brutal laut. Also es war schon auf jeden Fall ein kleines Vorzeichen, was noch während dem Spiel dann abgehen wird. Das ist das, was wir hier in der letzten Sendung vor dem Finale gesagt haben, die Eintracht ist trotzdem kein normaler Verein. Also das ist nicht beliebig, sondern die Eintracht ist ein besonderer Verein mit einer besonderen Fanszene. Und da will ich gar nicht nur von den Ultras sprechen und von dem Mob, der da überall dabei ist, sondern die ganzen, auch die Eventis für uns, also in Anführungszeichen, die ganz normal zum Spiel fahren, die nicht kurios malen, sondern aber ich bin froh, dass bei der Eintracht alle dabei sind. Also du hast es gesehen, das war nicht nur, da hat nicht nur ein Fanblock gesungen, sondern haben alle gesungen. Und das unterscheidet für mich die Eintracht von anderen Vereinen. Ganz krass von Dortmund, du hast es ja im direkten Vergleich gehabt, da gab es auch einen kleinen Teil, der gesungen hat. Es hat da gestanden und danach im Spiel im Pizza Hut gesessen. Und wir gedacht haben, Leute, was ist mit euch los? Wir würden jetzt hier, keine Ahnung, nackt durch den Pizza Hut rennen und Bier saufen. Die haben dort gesessen und gegessen. Aber ich will nur sagen, das bedeutet einem ja als Eintracht-Fan viel und du hast ja dieses Gemeinschaftsgefühl dann dort gesehen und das hat sich alles entladen. Diese ganze Vorfreude, die du überall gespürt hast, hat sich in diesem Lied entladen. Und
das sind Momente, die sind nicht normal, was ja auch die Reaktion von anderen Fans zeigen, die das dann sehen. Also das ist nicht so, dass wir das nur feiern, weil wir uns toll finden, sondern die Eintracht-Fanszene ist was Besonderes und wir werden später noch Fazits ziehen, da werde ich es auch nochmal dann sagen. Die Eintracht-Fans sind wirklich gut aus dieser Nummer rausgekommen, sowohl was unser eigenes Gefühl betrifft, aber auch deutschlandweit. Das ist von dem, was sonst über uns alles erzählt wird und was so wahrgenommen wird, sondern die Eintracht-Fans haben mit diesem Lied schon gezeigt, Leute, wir sind hier und wir sind wahrscheinlich mit die geilsten Fans in Deutschland. Was wollt ihr von uns? Und egal, wie viel ihr uns kritisiert, so ist es. Was dann auf dem Platz passiert, ist immer noch was anderes, aber es war auf jeden Fall ein Statement Richtung wir sind Eintracht Frankfurt und es war eine geile Sache. Genau. Gut, dann ging es so langsam Richtung Spielbetrieb und spätestens bei der Aufstellung dürfte der eine oder andere so ein bisschen komisch geguckt haben. Ja, also zumindest aber die Gänsehaut. Ja. Die Gänsehaut dann nicht wegen Dings, sondern also Marvin hat glaube ich meinen Blick gesehen, als ich festgestellt habe, dass Hector und Medojevic spielen. Ja, gerade dieses Thema Medojevic, ich hatte halt mitgekriegt irgendwie hier, wir waren noch auf der Heimfahrt, da kam dann irgendwie die Push-Nachricht Aufstellung, da habe ich dann kurz mal das iPhone gezückt und da drauf geguckt und dachte so, ja, ist ja alles gut und habe es wieder zugemacht und dann zu Hause den Fernseher angemacht und denk so, Moment, das Gesicht passt jetzt nicht, nochmal die App aufgemacht, reingeguckt und denk so, hoch, was macht der denn da? Also es war so im ersten Moment, wo ich dachte so, da fehlt ein Jahr Spielpraxis und jetzt in dem Spiel so von Anfang an war ich ein bisschen irritiert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, kann man auch sein, aber das sind halt die Zwänge, die du hast, wenn du keine Alternativen hast und wenn dir gleichzeitig dann noch jemand flöten geht, weil er denkt, er muss sich ein paar Tage vorher halt einfach tätowieren lassen. Ne? Grüße an Varela. Das ist halt einfach eine mega beschissene Situation gewesen, nicht umsonst diese empfindliche Strafe und umso besser, dass Medojevic dann irgendwie dann doch wieder fit war und dann gleichzeitig zu einem solch wichtigen Spiel, dem Pokalfinale, auf dem Platz stand. Und die Leistung, die er geliefert hat, die war absolut herausragend, solange die seine Füße getragen haben. Man musste ja, glaube ich, in der 56. Minute dann raus. Ja, aber sobald er das gemacht hat, also solange er das gemacht hat, war das absolut solide. Ich ziehe meinen Hut. Wir hatten lustigerweise, ein Kollege von mir bei HR hatte darüber schon, der Steffen Repan, kann ich jetzt mal namentlich nennen, der hat schon damit spekuliert, dass vielleicht der Medojevic reinkommt, nachdem es klar war, dass halt Varela eben nicht mehr mit kann. Ja. Und das ist umso interessanter, dass es dann auch funktioniert hat. Und auch, dass Medojevic wahrscheinlich einer seiner besseren Spiele der Eintracht gerade an diesem Tag gemacht hat. Weil wir erinnern uns ja bei Medojevic an viele unterdurchschnittliche Spiele. Die Eintracht, muss ich aber sagen, auch gleich interessant reingekommen. Aber am Anfang habe ich schon das Gefühl gehabt, dass die Dortmunder deutlich überlegen waren. Und als sie dann schon in der 8. Minute das 1-0 gemacht haben, habe ich schon ein bisschen Angst gehabt. Genau, also fangen wir es doch mal von vorne an. Also ich hatte auch ähnlich wie du das Gefühl, dass Dortmund am Anfang so ein bisschen besser ins Spiel kam. Ich meine, bei uns auch klar, dann die Mannschaft wieder in der Konstellation auf dem Platz, wie sie so halt auch schon wieder gar nicht zusammengespielt hat, eben durch dieses Medojevic-Thema, der auch so ein, oder auch, fand ich, gemerkt hast, dass ihm so ein bisschen die Spielpraxis gefehlt hat, weil er in den Zweikämpfen dann doch die eine oder andere Sekunde zu spät kam und dann eben diese Situation in der 8. Minute, wo Reus relativ ordentlich, muss man das ja schon sagen, da die Seite wechselt auf den Bele, der sich da irgendwie durchschiebt und da hat mich Oczipka fürchterlich aufgeregt, der viel zu weit weg vom Mann stand und da nicht hingeht und dann macht er halt das 0-1, was exakt genauso abläuft wie, ich glaube, das war das 3-2 im Pokal-Halbfinale gegen die Bayern. Also das Ding war halt einfach eine exakte Kopie und das hätte man schon verhindern können, wenn man da einfach ein bisschen näher beim Mann gewesen wäre. Ja, aber ist halt trotzdem halt auch eine brutale Mannschaft, ja. Ja, und das ist halt auch genau ein geiler Spieler. Also ja, Dembélé habe ich ja auf Ohren-Podcast halt gesagt. Dembélé ist für mich halt einer der absoluten Killer, ne? Die Eintracht irgendwo, ja, nicht, will nicht sagen, zerstören können, aber der sehr gefährlich werden können. Na gut, da hat Dembélé einfach gezeigt. Das waren die ersten 10, 12 Minuten, das war Dortmund in herausragender Form. Umso interessanter, dass sie es aber nicht durchziehen konnten. Genau, und danach hat man so ein bisschen festgestellt, dass Dortmund, fand ich, versucht hat, eher das Ergebnis so ein bisschen zu verwalten. Also sie haben nicht mehr ganz so viel Druck gemacht, dafür haben wir dann angefangen aufzudrehen. Mhm. Was vielleicht aber auch so ein bisschen uns zugute kam, war, dass Reus ja dann eigentlich schon verletzt war und quasi jetzt nur noch sich auf dem Platz da irgendwie durchgekämpft hat. Das heißt, du hast eigentlich schon gemerkt, dass zumindest Chandler relativ viel unterwegs war, auch wenn man sich jetzt im Nachhinein die Spieldaten anguckt,
passtechnisch da nicht so viel drüber gelaufen ist, aber man zumindest versucht hat, auf der Seite dann da ordentlich Betrieb zu machen. Und dann kam eben die Situation, wo Rebic über den Konter dann das 1:1 macht, eingeleitet von Gacinovic aus dem Mittelfeld, der sich da eigentlich auch gut durchsetzt und dann mit der Übersicht den Ball auf Rebic spielt, der das dann auch eiskalt macht. Und ich will mir gar nicht vorstellen, was da im Stadion los gewesen ist. Ich habe hier zu Hause schon die Bude zusammengeschrien, aber da muss ja das Stadion quasi gebebt haben, oder? Ja, wir hatten aber auch davor schon eine gute Chance. Also die Eintracht hat sich in der Zeit davor schon richtig gut rehabilitiert, zurück ins Spiel gekämpft. Und ich glaube, Rebic hat ja direkt vor seinem Tor hat er schon mal eine richtig gute Chance gehabt, die nicht zum Torerfolg geführt hat. Also ich war, das waren richtig geile Minuten bei der Eintracht. Und dann das 1:1, wie das auch gemacht war, war natürlich, also ganz ehrlich, da ist alles eskaliert. Mir tut jetzt noch die Schulter weh. Ja, es tut mir leid. Nee, ist kein Problem. Aber ich kann es ja mal aus deiner Sicht beschreiben, wie du das empfandest. Ja, also der Marvin hat es ja beschrieben. Du hast schon gemerkt, die Eintracht kommen ein bisschen besser rein und dieses 1-0 hatte man. Also am Anfang hatte ich Angst, oh je, die überrennen uns. Weil die waren so präsent, die waren so schnell, technisch stark und die haben sich gut nach vorne kombiniert, wo du gedacht hast, es ist dann nur eine Frage der Zeit. Bis das Tor fällt, dann ist es gefallen auf spektakuläre Weise, also war trotzdem gut gemacht, auch wenn es plump verteidigt war, war es trotzdem interessant gemacht. Dann waren noch so zwei Situationen, aber dann hat die Eintracht so irgendwie beruhigt, man weiß gar nicht genau, was passiert ist dann. Und die Eintracht hatte ja dann diese Chance, es waren nur so Halbchancen, es war keine Riesenchance, aber und dann war, als Rebic auf das Tor zugelaufen ist, muss ich sagen, habe ich fast einen Herzinfarkt gekriegt, weil das so lange gedauert hat auch. Also dieser Passweg war ja schon eine längere Zeit offen. Und dann denkst du, okay, spiel den bitte rüber, spiel den bitte rüber, spiel den bitte rüber, spiel den ja, bitte rüber. Ja, er konnte ihn aber nicht rüberspielen, weil Seferovic ja. Im Abseits gewesen ist. Ja, aber wir haben es ja, das siehst du ja von hinten nicht. Ich stehe ja nicht da und denke, ach, Seferovic ist noch im Abseits. Aha. Sondern ich stehe da und denke, bitte spiel den Ball rüber. Und dann spiel den rüber und dann denkst du, oh Gott. Aber wie er das gemacht hat, das war ja fast Thierry Henry-Style. Und als der Ball dann eingeschlagen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, die anderen sind alle um mich eskaliert. Ich stand erstmal da und konnte erstmal nichts sagen. Und dann, ja, so mit 10 Sekunden später bin ich dann auch ausgerastet. Und dann habe ich, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr genau, was ich dann gemacht habe, ehrlich gesagt. Aber ich weiß, was ich danach gemacht habe. Und da kann der Marvin ja jetzt auch gleich nochmal drüber berichten, was danach passiert ist. Waren, glaube ich, dann noch ein bisschen krasser als der Auftritt vorm Spiel, weil es halt auch mit diesem Tor in Verbindung gebracht wurde. Waren diese Minuten danach. Ich weiß, in wie vielen Minuten ist genau das Tor gefallen? 29. Also sagen wir mal, diese knapp 20 Minuten danach waren mit das Magischste, was ich mit Porto zusammen vielleicht, Porto vergleiche ich noch ungefähr, aber was ich jemals im Stadion erlebt habe, ehrlich gesagt. Ja, und das war genau so. Ne? Ich meine, du hast dann gemerkt, die Eintracht ist richtig geil im Spiel jetzt drin. Sie haben merkwürdigerweise eine normalerweise klassenbessere Mannschaft, ja, wie soll ich sagen, nicht ausgehebelt, aber doch in Bedrängnis gebracht. Irgendwie war das Team und Tuchel nicht mehr so drin wie zuvor und plötzlich hast du das Gefühl gehabt, hier geht was. Und das hast du auch auf den Rängen gespürt. Die Ränge waren da und dann ging es los mit diesem Wechselgesang, mit diesem mittlerweile legendären Wechselgesang, wo es wahrscheinlich schon unglaublich viele Videos auf YouTube gibt, sonst wo in den sozialen Netzwerken, wo man sich das minutenlang angucken kann, wo wir in dem Eintracht und die anderen in dem Frankfurt Block waren, ja, und dieser Wechselgesang zusammen mit den Fähnchen, das haben wir ja bis zur Pause durchgezogen, kurz vor der Pause, ich glaube in der 39. Minute gab es nochmal eine herausragende Chance von Seferovic, der da leider nur den Pfosten ging. Genau, aber trotzdem war das, ja, aber trotzdem war eine sehr, sehr gut gemacht, das war natürlich, herausragend. Er hat die ja quasi selbst angeleitet, das war ja auch wieder so hoher Ball und er köpft das Ding zu Rebic und läuft in die Lücke, der das Ding durchsteckt und das wäre halt ein absolut krönender Abschluss gewesen, wenn das Ding dann am Ende auch noch reingegangen ist und dann trifft da halt nur dieses blöde Aluminium. Also es war einfach, also das war der zweite totale Ausraster-Moment. Ja, und es war aber diese ganze Stimmung, diese Minuten, das war herausragend. Das kann man nicht in Worte fassen, aber da hast du gemerkt, oh boy, hier passiert gerade was Großes, denn es ging das ging ja richtig lang und es ging mit einer Stimmgewaltigkeit. Es wurde immer lauter auch gefühlt. Es wurde immer lauter, ich meine, das hat sich ja irgendwie auch von selbst organisiert. Am Anfang war das, habe ich nicht das Gefühl gehabt, als wäre das jetzt total koordiniert, weil du ja auch irgendwo fokussiert in dem Spiel warst. Du hast ja die ganze Zeit mitgefiebert.
halt. Und ich glaube auch, dass das mit den Fähnchen, die erstmal die einen, dann die anderen, dass sich das mit der Zeit dann so reingefunden hat. Mhm. Auch wer das dann macht, das dann auch ein bisschen von der Seite dann noch, dass die sich zu denen oben gesellen und so weiter und so fort. Und das hat dann aber ein so geiles Bild, jetzt, ich habe mir das danach dann nochmal angeguckt, ergeben. Ein so wunderbares Bild, das ist Eintracht Frankfurt. Und ich denke, das war die entscheidende, wenn ich was Positives, man könnte vieles Positives mitziehen, aber das war einer der absolut positivsten Momente. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich sehe das auch noch im Nachhinein. Ich habe mir das auch oft angeschaut. Und das, was der Marvin gesagt hat, fasst gut zusammen. Das ist Eintracht Frankfurt. Und wir haben das hier schon ganz oft gesagt. Wir haben immer wieder gesagt, dass die Eintracht keine besonderen Spieler, also nicht so viele besondere Spieler hat, kein Spielsystem, was irgendwie unique ist. Die Eintracht ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, du kannst auch als neutraler Fußballfan gehst du zur Eintracht, weil die guten Fußball spielen. Ja, die Eintracht hat so viele Schwächen, was alles andere betrifft, wo sie jetzt auch ein bisschen dran arbeitet, aber was wir alles schon kritisiert haben hier die letzten Jahre und ihr, bevor ich dabei war, schon noch viel länger. Die Eintracht hat nur diese Fans, die teilweise wirklich problematisch sind, wo auch viele Leute viel Scheiß gebaut haben mit Raketen aufs Feld und alles Mögliche. Aber trotzdem, das größte Fund, was die Eintracht hat, sind diese Fans. Das hast du vorm Spiel gemerkt, das hast du im Umfeld gemerkt, das hast du in der Stadt gemerkt, das hast du in diesem Stadion gemerkt. Und was ich krass fand, das hat scheinbar auch ganz Deutschland jetzt gemerkt. So dieser Wechselgesang und dieser Auftritt vorm Spiel und die Sachen, die in der Halbzeit passiert sind, die sind ja nicht nur in unserem Mikrokosmos jetzt geblieben, weil wir sagen, oh geil Auswärtssupport, sondern die sind überall angekommen, weil es halt eine große Bühne war. Und da waren auch, weil jeder mitgemacht hat. Es hat ja jeder mitgemacht. Da haben auch, natürlich, auch hier gab es natürlich nicht nur die absoluten Die-Hard-Fans bei 20.000 Leuten. Gibt es auch hier die ältere Person, die jüngere Person. Was weiß ich, der Vater, der mit seinem Vater da ist. Ne? Also so auch unterschiedliche Generationen. Direkt hinter uns waren die ganzen Rollifahrer, die aber auch mitgemacht haben, wo du auch gemerkt hast. Und das ist ja, das darf man nie vergessen. Die Eintracht ist ein Verein für jeden. Ja? Und da wurde auch freundlich Platz gemacht. Da hat keiner rumgemuckt, dass er nichts sieht und so weiter und so fort. Es ging darum, dass auch die Rollifahrer, dass die eine gute Sicht haben und so weiter und so fort, dass die das Spiel miterleben können. Die haben das auch aufgesogen. Und das ist, weil die Eintracht ist ein Verein für jeden. Ja? Und diese Stimmung, dass aber auch jeder mitgemacht hat, der 13-jährige Pseudo-Eskalateur bis zum 60-65-jährigen, der öfter mal ganz gern, schon Tee trinkt oder so, weißt du? Also jeder war dabei und jeder hat mitgemacht und jeder hat dazu seinen Teil beigetragen, dass es magische Momente, Minuten waren und 20 Minuten und so weiter. Und ganz ehrlich, wäre nicht der Halbzeitpfiff gekommen, you never know, vielleicht hätte uns das, da war der BVB war nicht präsent. Auf der war nicht Platz. Präsent. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wenn, und da wäre genau, eine Möglichkeit gewesen. Die Pause war. Die Möglichkeit durch den Karic. Also. Die wäre noch möglich gewesen. Und wer weiß, wäre das noch weitergegangen. Hätte es die Pause nicht gegeben, ist natürlich auch alles sehr hypothetisch. Aber dann hätten wir die weiter reingelurrt. Und natürlich, da muss man schon sagen, ist es dem BVB zum Vorteil gereicht, dass sie halt diese Pause dann hatten. Wir alle hatten die Pause. Aber da fand so ein kleiner Break statt, muss ich sagen. Ja, also das hast du schon ganz klar gemerkt. Der BVB war auch heidenfroh, dass diese Pause kam, damit die sich wieder sortieren können. Und wir haben uns fürchterlich geärgert, weil wenn das noch 10, 15 Minuten so weitergegangen wäre, dann hätten wir das Ding gemacht und vielleicht sogar noch eins mehr. Also das. Du hast auch echt gesehen, und ich weiß nicht, natürlich bildet man sich das vielleicht auch ein bisschen ein, aber wir haben es auch vorm Spiel gesagt, dass manchmal diese 5% und 10% auch vom Publikum kommen. Und ich glaube, diese Steigerung, die Steigerung im Spiel von Eintracht hat auch mit den Fans zu tun gehabt, weil es immer lauter wurde und jeder Ballgewinn wurde trotz dieses Dauergesangs auch mit einer Intensität dann bejubelt. Und du hast das Gefühl gehabt, trotzdem sowas überträgt sich, glaube ich, trotzdem auf einer Mannschaft. Ich glaube es wirklich, weil du merkst dann, wie die Stimmung lauter wird und gleichzeitig die Eintracht auf dem Platz sich ein bisschen mehr zutraut. Und ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn dieses Ding von Seferovic noch reingegangen wäre, in diesen Gesang rein, dann wäre wahrscheinlich alles vorbei gewesen. Und dann hätten wir das, worüber wir jetzt hier sitzen, und ich fange fast an zu heulen, wenn der Marvin so erzählt. Ich weiß gar nicht, was dann passiert, ehrlich gesagt. Du hast ja Dortmund so, also zumindest am Fernsehen kaum gehört. Ich nehme an, dass das im Stadion wahrscheinlich auch nicht viel anders da war, dass du von den Dortmunder Fans da nichts gehört hast. Ich glaube, wenn das Ding reingegangen wäre, dann hättest du die vermutlich irgendwie bis nach Frankfurt selbst nicht gehört, aber die Eintracht-Fans dafür.
Also die waren zwischenzeitlich nicht so schlecht, ja, aber die hatten die, erstens, darf man nicht vernachlässigen, die hatten die schlechtere Kurve, das also stimmt. Auch einfach von der Bauanlage her war es ein bisschen problematischer und, aber natürlich hatten sie auch andere Fans, die halt nicht so ganz energisch dabei waren, zum großen Teil, da war es bei uns ja ein bisschen anders geregelt, das haben wir im Vorfeld von den Karten geklärt, aber gut, Dortmunder sein, wir müssen uns auf die Eintracht konzentrieren und das war herausragend, ja. Aber genau was der Basti eben gerade gesagt hat, das war, ja, ist ja untypisch, darfst nicht vergessen, es war ein Pokalfinale. Und überleg dir mal, wenn normalerweise immer so lustig im Pokalfinale steht. Denkst du, da jubelt einer, weil da eine gelungene Grätsche war? In den seltensten Fällen. Aber weil wir einen ordentlichen Ballgewinn im Mittelfeld gemacht haben, sind wir ausgerastet. Ja. Weil bei so einer kleinen Aktion, die aber für die Eintracht schon was bedeutet, sind wir schon eskaliert. Und das war in diesem Jubel, nach diesem 1:1. Da haben wir uns angefeuert, jawohl, jetzt sind wir drin, da geht was und so weiter und so fort. Und das war ein Raun, der durch das Stadion ging bei solchen Aktionen. Und das sind diese Momente, deswegen hat der Basti vollkommen recht, das sind diese 5%, die du als Fan maximal auf die Spieler übertragen kannst, die in dieser Zeit einfach funktioniert haben. Ja, und das ist, ja, ich will es auch gar nicht mit zu viel Pathos hier schmücken, aber das ist trotzdem was krass Besonderes. Also das sind Sachen, die nimmst du einfach mit. Ja. Du guckst dir die Videos an und es gibt Videos, wenn du die zu lange anguckst, dann stehst du wirklich da mit Tränen in den Augen da. Und ich habe heute jemanden getroffen, der war auch in Berlin, mit dem habe ich da nicht getroffen, da haben wir uns nur gegenseitig so ein bisschen erzählt und da kommst du nur auf diese Situation zu sprechen und du kriegst einfach instant Gänsehaut, ohne dass du irgendwie dich krass reinsteigerst. Ich krieg, als wir das Intro gespielt haben, habe ich auch wieder Gänsehaut gekriegt. Heute gucke ich mir die Videos an. Ja. Das ist trotzdem überragend. Es ist überragend und das darf man auch dann in der Deutlichkeit sagen. Und mich hat es auch ehrlich gesagt, mir hat es imponiert, wie krass das die Welle über ganz Deutschland gemacht hat, dass Leute, selbst der verblödete Matze Knob, dem ist es scheinbar aufgefallen im Doppelpass, dass er das irgendwie gesondert erwähnen musste, auch wenn das für mich ein vergiftetes Lob von der falschen Stelle ist. Aber ja, also du hast schon gemerkt, dass die Eintracht-Fans irgendwie trotzdem deutschlandweit eine Beachtung gefunden haben, die sie sonst nur finden, wenn sie einen Rauchpott zünden. Und ich hoffe, dass das auch für den einen oder anderen Eintracht-Fan eine Motivation ist, zu sagen, ach guck mal, wir können auch so Welle machen. Wir müssen nicht unbedingt eine Rakete aufs Feld schießen, sondern es reicht auch, wenn wir sowas machen und in der Halbzeit kundtun, was wir von XY halten. Genau, dann kommen wir mal dazu. Dann gab es diese Pause mit dem von langer Hand angekündigten Auftritt von Helene Fischer, die ja dann nicht, also außer dass sie irgendwie Dante als Tänzer da hinten dran hatte, hat man von ihrem Gesang da nicht wirklich viel gehört, weil das Ganze begleitet worden ist von einem gellenden Pfeif-Konzert. Und das hat ab der lange durchgehalten, das Geweife, also muss man schon sagen. Ja, es gab ja auch noch zwischendrin Gesänge, die wurden leider nicht thematisiert, die in der Marvin und ich haben uns da am meisten drüber amüsiert. Die haben es nicht in die Öffentlichkeit geschafft, nein, aber dann, lass den Marvin einfach mal anfangen. Soll ich was sagen? Ja, also die Sache ist grundsätzlich so. Ich versuche das Feld mal von vorne aufzurollen, nicht von hinten. Auch wenn ich ganz gerne an einer anderen Stelle anfangen würde, ich bin jetzt ein bisschen durch den Wind. Aber die Sache ist halt die. Dass gepfiffen wurde, war einfach, ich würde jetzt nicht sagen ein Akt der Notwehr, aber war selbstverständlich. Natürlich ja, war es vorher angekündigt. Also. Aber ja, genau. Und ich will auch nochmal ganz klar sagen, ging natürlich nicht in erster Linie gegen Helene Fischer. Ja? Das wäre bei anderen, Andrea Berg genauso gewesen. Ich will jetzt gleich, lass mich die paar Minuten jetzt ausführen, weil das ist wichtig jetzt. Das wäre wahrscheinlich auch bei U2 nicht ganz so problematisch gewesen, weil die mehr Sympathien wahrscheinlich von vielen Fans hatten, aber es wäre auch da gepfiffen worden. Das Problem bei Helene Fischer ist im Grunde einfach nur, weil sie das Sinnbild für Kommerzialisierung und Beliebigkeit ist. Ja, das Problem bei Helene Fischer ist einfach, dass ihre komplette Musik darauf ausgerichtet ist, einem möglichst großen Publikum zu gefallen und möglichst wenig anzuecken. Und darin gibt es den kompletten Gegensatz zum Fußball, wie die Eintracht, wie die Fans ihn lieben. Das ist ein kompletter Unterschied. Denn ganz ehrlich, die Eintracht ist dieser leicht fette Gerre, der öfter mal ein Bierchen zu viel trinkt, selber gar nicht genau weiß, wie er mit seinem Verein, mit seiner Truppe da, die da Musik machen, so einen Erfolg haben kann. Das ist die
Eintracht. Die Eintracht ist halt dieser Typ, der gesellig ist, der irgendwie Ecken und Kanten hat. Aber die Eintracht ist halt nicht Helene Fischer, die perfekt ist. Und die ist wirklich perfekt. Und ich weiß, wir haben Zuhörer, die große Fans von Helene Fischer sind, was total okay ist. Ja, ist halt nicht meine Musik, aber sie ist halt perfekt. Und perfekt ist der Fußball nicht. Und perfekt sind die Fans nicht. Und perfekt ist aber auch gleichzeitig unglaublich leicht anzudocken in Sachen Kommerzialisierung. Genau deswegen stand sie da, weil sie halt nur Herzbeben, bla bla bla, irgendeine belanglose Scheiße singt. Und das ist genau der Punkt. Sie hat ja gesagt, ja, sie ist ja auch kein Fan von irgendwie, sie ist ja kein expliziter Dortmund-Fan. Und da ist übrigens die nächste Problematik. Wenn sie wenigstens sagen würde, ich bin Fan oder sie wäre Fan, dann wäre das auch noch weniger problematisch. Aber sie will halt nicht anecken. Das ist dieses, ich könnte 10 Minuten Rant über Helene Fischer abhalten, warum ich die Musik als problematisch empfinde. Aber ich will da noch mal kurz schließen. Trotzdem ist es so, auch bei Anastasia, wer Anastasia aufgetreten ist, haben wir letzte Woche gesehen. Was weiß ich, wer Christina Aguilera aufgetreten, hätte die Fans trotzdem scheiße gefunden. Warum? Weil Fußball einen Unterschied zu der kompletten Entertainmentisierung ist, wie es vielleicht beim Super Bowl, wobei auch der Vergleich meines Erachtens hinkt. Das ist einfach ein Unterschied. Wir wollen in der Halbzeitpause vielleicht so ein laues Krombacher Gewinnspiel sehen, wo irgendwelche Leute gegen ein Tor schießen und sie es alle nicht hinbekommen, weil einer ausrutscht, der andere trifft den Ball noch nicht mal und alle lachen oder so und holen sich zur Halbzeit ein Bier. Das ist der Grund. Warum? Weil wir zwischen den zwei Halbzeiten 15 Minuten Pause brauchen, um einfach nicht komplett auszubrennen, um sich zu regenerieren, weil wir wollen feiern. Die Leute haben 45 Minuten im Optimalfall gesungen. Das ist das Ziel. Ja, aber nicht, dass wir hier eine Pseudo-Entertainment-Show bekommen, nur um an den Mainstream anzudocken. Das ist nicht Fußball. Und der Fußball muss in einer gewissen Art und Weise dann auch mal aufzeigen und die Fans müssen aufzeigen, dass gewisse Dinge einfach nicht so funktionieren. Und jetzt muss ich noch ganz kurz was sagen. Ich habe heute gelesen, dass die Fangesänge etwas antifeministisches gewesen wären, wo es darum ging, gezielt Helene Fischer anzugreifen und so weiter und so fort. Das ist vollkommen falsch gesehen. Es haben genauso viele Frauen auch gesungen, haben gepfiffen und so weiter und so fort, die einfach diese Kommerzialisierung des Fußballs nicht gut fanden. Das hat nichts damit zu tun, dass da eine Frau jetzt stand. Also man darf die Dinge nicht verdrehen und jetzt ins Negative umkehren. Natürlich gibt es da bestimmt auch viele Idioten und auch, was weiß ich, Antifeministen oder so, die da mitgesungen und mitgepfiffen haben, aber das war nicht der Kern. Und das, da darf man keine Verdrehung der Tatsachen machen. Man muss schon sehen, worin das Problem wirklich bestand. Das Problem bestand darin, dass es vielen Fans einfach gereicht hat, diese Kommerzialisierung des Fußballs, die immer weiter voranschreitet, die letzte Woche absurde Auswüchse hatte mit den GoPros an diesen Weizengläsern, mit Anastasia, die Halbzeitshow überzieht, was eine Frechheit ist, was einfach so nicht geht. Ja? Und das wollen wir, das kannst du nicht machen. Das kannst du mit Eintracht-Fans nicht machen, das kannst du mit BVB-Fans nicht machen. Das kannst du machen, wenn nächstes Jahr vielleicht wieder Wolfsburg dasteht gegen Rasenball Leipzig, dann funktioniert es vielleicht, dann juckt es eh keine. Aber da guckt auch keiner mehr zu. Dann habe ich schon abgeschaltet. Und wenn wir das nicht wollen, dass Leute abschalten, wenn wir wollen, dass Leute dranbleiben, im Stadion lebhaft, laut und lebendig bleiben, dann müssen wir aufpassen, dass das Rad nicht endgültig noch weiter gedreht wird. Und der DFB muss sich in vielen Stellen hinterfragen und das ganz besonders. Helene Fischer wird in 2-3 Wochen wieder irgendwie hier Stadien ausverkaufen, das sei ihr vergönnt, das ist vollkommen okay. Die arbeitet dafür, das ist ein Profi, die hat allen Respekt von mir, der Welt dafür, dass sie so athletisch ist, so viel Tanzeinlagen macht und irgendwelche Lieder singt, von denen sie halt keine Berührungspunkte hat. Aber das gehört, da kann ja jeder hingehen, kann sich ein Ticket kaufen. Aber ich kaufe mir kein Ticket, um Helene Fischer zu sehen, sondern ich will Fußball sehen und Fußball, wie er in den 2 Halbzeiten gelebt wurde. Genau, das war... Ich glaube, das ist eine hervorragende Zusammenfassung. Wer das nochmal schriftlich nachlesen will, dem sei der Artikel von M. Snyder in der Süddeutschen empfohlen, der auch in seinem letzten Satz so wunderschön geschrieben hat, die Erkenntnis dieses Vorfalls, Fußballfans wollen in einem Fußballstadion hauptsächlich Fußball schauen, so einfach, so banal. Stimmt, ja, das ist halt, ja genau, muss ich mir auch nochmal durchlesen, ja. Weil der thematisiert nämlich genau dieses Thema, dass man da hingeht, um Fußball zu schauen, wenn man sich ein Ticket für ein Fußballspiel gekauft hat und nicht für ein Konzert von irgendeinem Sänger oder einer Sängerin. Ja. Und das siehst du ja im Kleinen, aber dann kommen wir vielleicht zu weit ab, auch im Bundesliga-Betrieb mit diesen ganzen Halbzeitchancen von irgendwelchen Sponsoren, die ja auch so ein Stück weit in diese Richtung reingehen, da hat man sich aber so ein Stück weit mit zusammen abgefunden, aber das, was da halt einfach passiert ist, ging halt einfach in eine komplett falsche Richtung und das war einfach das Signal an den DFB, dass die Menschen Fußball haben wollen und keine Event-Dinger.
Ja, also ich denke, ja, so kann man sagen. Wie gesagt, lest euch das nochmal durch. Das ist ja auch mal überflogen und so. Und das, also ich denke, das trifft es im Endeffekt schon ganz gut. Es gibt, wie gesagt, immer Leute, die das anders sehen. Es gibt auch bestimmt Vollpfosten, die sich erfreut haben, gerade sie auszupfeifen, gerade eine Frau auszupfeifen, natürlich. Es gibt, das ist aber Fußball, weil Fußball natürlich auch vielschichtig ist und nicht halt eben nicht homogen ist, weil da halt ein paar Assis dazukommen und aber auch viele gescheite Leute und so weiter und so fort. Das ist halt, das ist pluralistisch, ja. Und, aber wollen wir dieses total homogene, wo nur noch derjenige reinkommt, der 150 Euro bezahlt, der eigentlich das Spiel nicht so wirklich verfolgen will, aber dem es wichtiger ist, halt ein Lachshäppchen zu futtern in der Halbzeitshow, um Heidi in der Fische zu sehen. Okay, können wir haben, ja, das ist aber dann haben wir diese Homogenität, aber dann stirbt halt der Fußball, wie wir ihn einfach kennen, ja, und ja, ich denke, ich habe genug gesagt. Basti, willst du vielleicht noch was hinzufügen? Ja, die Kernpunkte hast du ja schon gesagt, da bin ich ganz froh, dass du das gemacht hast, weil du dann trotzdem immer noch ein bisschen besonder formulierst. Ich will trotzdem noch ein paar Sachen auch loswerden, weil es mich erschrocken hat, ehrlich gesagt, was für eine Welle das gezogen hat, weil ich glaube gar nicht, dass die Intention hinter den Pfiffen so tiefgründig war, wie sie jetzt bei vielen gemacht wird. Die ist ein ganz simpler Ausdruck dafür, dass wir keinen Bock mehr drauf haben, wie der Fußball uns präsentiert wird. Das fängt mit der Nationalmannschaft an. Der DFB zieht das im Pokalfinale weiter. Und das hat sich nicht nur in der Halbzeitshow gezeigt, das hat sich auch in einem Wechselgesang vorm Spiel schon gezeigt, als beide Fankurven sich komplett einig waren, zum einzigsten Mal an diesem Tag, als dieser Wechselgesang über 3-4 Minuten scheiß DFB hin und her ging. Die Plakate gegen den DFB gibt es auch schon länger. Dass der DFB für eine Entwicklung im Fußball verantwortlich ist, die viele große Teile der aktiven Fans, will ich es jetzt mal nennen, was immer man auch darunter verstehen will, ablehnt, ist auch keine Neuigkeit. Das siehst du an allen Stellen und dafür gibt es auch gute Gründe. Und der DFB mit seiner ganz willkürlichen Strafengebung, mit diesem doppelmoralischen selber korrupt sein und gleichzeitig mit erhobenem Zeigefinger jeden einzelnen Schmähgesang jetzt mittlerweile ahnden und probieren, irgendwie den Fußball so glatt zu machen, dass du wirklich daraus ein Event wie ein Helene Fischer-Konzert gemacht hast. Du hast ja das Gefühl, der DFB versucht schon seit mehreren Jahren und DFL auch, dass der Fußball wirklich sowas wie ein Helene Fischer-Konzert wird, was nicht aneckt, was sehr seicht ist, was beliebig ist, was wirklich das strahlt nichts aus. Das ist die fleischgewordene Gleichgültigkeit, hat der Marvin das, glaube ich, im Auto genannt. Und das ist genau das. Der DFB will das daraus machen, weil es für ihn leichter ist. Du hast da keine Assis mehr, die Pyros zünden, du hast keine Schmähgesänge mehr. Du hast im Endeffekt dann ein Helene Fischer-Konzert, wo die Leute hingehen und einen Text singen, atemlos durch die Nacht. Das ist beliebig und das strahlt ja überhaupt nichts aus. Das strahlt ja nichts, wo du ein Gefühl entwickelst, sondern du betrinkst dich und grölst das, weil du nicht nachdenken musst. Und das ist ja eine Form der Unterhaltung, die scheint sehr weit verbreitet. Und wir gehen teilweise zum Fußball, weil wir vielleicht was anderes wollen. Und wenn ich das Gefühl habe, der DFB, ganz ehrlich Leute, wer hockt denn beim DFB und denkt, ach, ich weiß, was eine gute Idee ist. Die Helene Fischer lassen wir in der Halbzeit auftreten, das kommt bestimmt super an. Nein, kommt so nicht. Der DFB muss doch merken, dass selbst zu den affigen Spielen, die da haben, wo dieser Rabe dann da vorne rumläuft, da will auch keiner mehr hin. Gladbach, Abschiedsspiel, Schweinsteiger, nicht ausverkauft. Aber genau DFB. Das, kann ich da ganz kurz einhaken? Ja. Weil genau das ist nämlich der Punkt, denn die haben das Rad schon zu weit gedreht im Rahmen der Nationalmannschaft. Haben sie es auf die Spitze getrieben. Haben sie es auf die Spitze getrieben, haben es perfektioniert, um es mal in Anführungsstrichen zu setzen. Und da kann Helene Fischer mittlerweile auftreten, ohne dass es großartig jemanden juckt, weil du weitläufig die Leute rausgetrieben hast, sei es angefangen mit den Ticketpreisen, die teilweise sehr hoch sind, aber auch mit dieser Eventisierung. Hast du das mittlerweile so hinbekommen, dass es den Leuten mittlerweile egal ist? Da geht ja kaum noch einer von den Die-Hard-Fans, will ich mal meinen, hin, die sagen, ja geil, das muss ich mir jetzt angucken. Das ist ja lustig, auch eine ganz krasse Schere. Das darf man nicht ignorieren. Du hast diese Heim-Deutschland-Fans, das sind halt alles Typen, das sind zum allergrößten Teil Event-Fans, was ja auch in Ordnung ist in einer gewissen Art und Weise, aber wo unser eins halt nicht mehr hingeht. Und dann hast du halt aber auswärts hast du dann die gröbsten Assis, die sonst irgendwo Stadionverbot haben, aber jetzt über Umwege sich die Tickets gekauft haben und dann immer nur Mexiko
singen, so. Was ja, wo du dich dann auch nur für schämen kannst, weil du kriegst die Schere zwischen, ja, du kriegst es einfach die Schere anscheinend nicht mehr zusammen. So, und Helene Fischer ist da jetzt natürlich ein gutes Beispiel, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch drüber nachgedacht, denn man muss immer sich selbst die Frage stellen, wie hätte ich in der Situation gehandelt, was mein Lieblings, weil da gibt's, ganz ehrlich, im Berliner Olympiastadion gab es bestimmt Fans, für die Helene Fischer das Einzige ist und total geil finden. Ja, und da, selbst davon werden einige gepfiffen haben, obwohl sie es auch schwierig mit sich vereinbaren konnten, aber weil sie einfach das Gesamtkonstrukt dieses überproportionierten Kapitalismus, dieses überproportionierten Event-Dings einfach nicht mehr gutheißen konnten. Ich habe überlegt, stell dir mal vor, jetzt in den 15 Minuten wäre jetzt Depeche Mode aufgetreten, meine absolute Lieblingsband, die aber auch natürlich auch gewisse kapitalistische Anleihen haben, da will ich gar nicht jetzt mit anfangen, das dauert auch wieder Ewigkeiten, aber ich hätte mich geschämt. Ich hätte mich in den 4 Minuten zu Boden geschämt, dass die sich dafür haben herschenken lassen, dass sie sich dafür hergeben lassen. Da hätte ich mich geschämt. Vielleicht wäre mir auch ein Pfiff rausgerutscht, das kann sein, weil ich einfach trotzdem das Ganze kacke finde. Und damit will ich nur illustrieren, der Richard hat es ganz gut im Chat gesagt, natürlich ist die Helene Fischer mit ihrer absoluten Beliebigkeit ein ganz guter Durchlauferhitzer, aber das Grundkonzept zu verurteilen, überhaupt so eine abgedrehte Halbzeitscheiße zu machen, das ist hier das große Problem und daran sollten wir uns festhängen und Helene Fischer macht nächste Woche wieder Musik und da geht es wieder gut, die hat es ja auch professionell, so wie sie halt ist, genommen und ich denke, da muss man einen Schnitt machen aus die Maus, aber wir sollten uns in Zukunft mit der Thematik befassen, wie kann das nicht nochmal passieren, weil wenn es nochmal passiert, wahrscheinlich gar nicht mehr in der Zusammensetzung, weil du kein Eintracht-Fenster hast. Aber dann ist das Ding irgendwann gegessen und dann hat auch bald keiner mehr Lust. Wir haben das in den letzten Wochen, den DFB-Pokal, ins hohe Amt des Fußball-Maximums geschoben. Wir haben den DFB-Pokal mit den Fans, mit den vielen tausenden BVB- und Eintracht-Fans, die da nach Berlin gefahren sind, so hochgehoben. Aber der DFB tut alles, dass es uns scheißegal wird. Und da muss man drauf aufpassen. Ja, und das ist genau das, was ich meine. Es ist, wie gesagt, ich glaube auch, dass es mit Helene Fischer an sich nichts zu tun hat, aber das ist halt das, was sie ausstrahlt. Das ist die Leute, die sie anzieht und was der DFB machen will. Das ist dieses Sterile und sie ist halt perfekt dafür. Die ist, wie du gesagt hast, fehlerlos, einfach. Ja, sie ist halt Helene Fischer. Und wenn du das Gefühl hast, der DFB lässt sie in Halbzeit auftreten, es ist ja nicht nur, dass er sie in Halbzeit auftreten lässt, weil mein Gott, wenn das nur das wäre, dann kann ich auf Toilette gehen und hole mir ein Bier und dann kriege ich es gar nicht mit. Also das ist ja nicht so, dass sie während dem Spiel gespielt hat, sondern eine Halbzeit, die kann von mir aus, können die eine Halbzeit, die können da Röhrenradtouren machen, dann gehe ich halt auf Toilette. Es geht nicht darum, es geht darum, dass trotzdem das klar war, dass es als Bühne genutzt werden würde, auf dieser großen Bühne auch, als Eintracht Frankfurt Fans zu zeigen, Leute, mit ganz vielen Sachen, die ihr macht, sind wir nicht einverstanden. Und das, was ihr da gerade macht, ist die Spitze des Eisbergs. Und da zeige ich es euch mal. Und das könnt ihr nicht mehr ignorieren. Und ich bin ehrlich gesagt stolz ist nicht zu viel gesagt, aber ich bin froh, dass scheinbar die Eintracht-Fans, die viel Gescholtenen, es geschafft haben, eine Debatte anzustoßen, die auch unsere Filterblase verlassen hat. Ja. Weil wir uns jetzt hier unterhalten und bei Twitter ein paar Leute oder im Freundeskreis, die dem Fußball so ein bisschen überdrüssig geworden sind, das war ja noch nicht die Masse. Darüber wurde nicht, aber heute, Tagesschau, RTL aktuell, alle haben darüber berichtet. Und ich hoffe einfach, klar wird da auch falsch diskutiert und ich traue mich gar nicht hart, aber fair mir heute anzuschauen um 22:45, weil da werde ich wahrscheinlich aggressiv. Oh Gott, aber ja, das kann echt nicht mal durchgehen. Trotzdem haben die Eintracht-Fans mit der Aktion es geschafft, zu zeigen, was wir von sowas halten. Und ich finde absolut zu Recht, ich finde es auch nicht skandalös, weil die wurde nicht irgendwie beschimpft. Da wurde einfach gepfiffen und das ist ein Ausdruck von einer, wenn man pfeift, passieren Dinge, mit denen man nicht einverstanden ist. Und das wird die Frau aushalten, die hat es auch locker genommen, finde ich. Ja. Die ist wahrscheinlich war die sogar so naiv und hat das einfach auch ein bisschen unterschätzt. Und dass beim DFB keiner ist, der die Lage gut einschätzen kann, wundert mich auch. Weil die ja trotzdem wissen, was so abgeht. Und dass sie überhaupt dem ausgesetzt wurde, ehrlich gesagt. Da spielt Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass die ausgepfiffen wurde, die war vor dem Spiel nicht so klein. Und umso krasser finde ich, dass die Leute sich danach krass wundern und dass es jetzt so hochgeblasen wird. Aber ich hoffe halt, dass diese Hochblasung, nenne ich es jetzt mal, dazu führt, dass wirklich, und es gab ja schon die ersten Anzeichen, dass der DFB sagt, ja, vielleicht überlegen wir das zu lassen. Bioff hat ja auch früher schon mal gesagt, ja, vielleicht haben wir das Rad überdreht, jetzt melden sich Leute
der Ralf, der sagt, ey, wir müssen aufpassen, dass die Leute, denen der Fußball was bedeutet, dass wir die nicht verlieren. Bobic hat auch was gesagt. Das waren ja alles keine Plattensachen. Hellmann hat sich dazu geäußert, auch auf eine angenehme Weise. Das waren ja keine populistischen Meinungen, wo man sagt, hier, pro oder gegen Helene, weil um die geht's gar nicht mehr. Ich hoffe, dass die Diskussion weg von Helene Fischer geht, aber trotzdem bleibt die Diskussion zu sagen, man muss eine ernsthafte Diskussion darüber führen, ja, wie der Fußball es schafft, die Fans nicht zu verlieren. Ja. Ja, ja, genau, das ist es. Also ich denke, wir haben es ganz gut zusammengefasst. Es lässt sich natürlich noch viel intensiver über die ganze Kapitalismuskritik von Fußballfans, die vielleicht auch schon ein bisschen absurd sein mag, weil in der ersten Bundesliga tritt man eh schon in dem Rad, aber trotzdem, darüber lässt sich wahrscheinlich noch viele Minuten, Stunden diskutieren. Ich denke, wir haben aber jetzt hier mal so einen ganzen ersten Abriss gefunden. Um darüber näher zu diskutieren, vielleicht gibt es in der nächsten Zeit auch mal ein Special oder so. Vielleicht macht der Rasenfunk mal was, was ich heute Mittag angedeutet habe, weil es gibt so viele Facetten, die man näher beleuchten müsste. Aber es ist halt wichtig, mal darzustellen, das ist in erster Linie keine Kritik an ihr persönlich, ja, das muss man mal klarstellen, sondern an diesem ganzen Konstrukt, was da den Fans präsentiert wurde. Aber es schwingt natürlich schon mit, und das darf man nicht vernachlässigen, dass du einfach gucken musst, die Eintracht und die Fans, die sind halt, und deswegen habe ich vorhin das Beispiel genannt, die sind halt eher ein Gerre, ja, von Tankard, und die BVB-Fans sind halt diese Pathos-Beschwingten, die You Never Walk Alone singen, ja, aber die sind halt trotzdem im Grunde, sehen die sich eher so und sehen sich als Unperfekte und nicht als dieses absolut perfekte Konstrukt, was halt leichter zu vermarkten ist. Naja, gut, ich denke... Ich will auch noch mal nur noch zwei Sätze. Was mich halt an sowas stört, was mich schon immer gestört hat, was für Leute es teilweise anzieht. Ich will diese Leute gar nicht bewerten, ich will nur an gewissen Stellen mit Leuten, die mit Strohhüten über den Ballermann laufen. Das ist was anderes, die haben andere Interessen als ich, will es jetzt mal so nett ausdrücken, aber sowas zieht diese Leute an Fußball und hat das auch gezeigt. Und ich glaube, dass viele Dortmund-Fans, dass das denen auch nicht passt, wenn ich gesehen habe, wer bei Dortmund im Stadion war. Ja, dann das ist ganz klar. Geht das auch in Richtung Nationalmannschaft? Uns sind Leute begegnet, die sind gerade Pokalsieger geworden, die hatten einen Strohhut auf und sind in den Pizza Hut gegangen. Das ist nichts Schlimmes, das ist ja kein Verbrechen, sich einen Strohhut aufzusetzen, aber in den Pizza Hut zu gehen. Aber es ist eine Entwicklung, die dazu führt, dass der Fußball für viele Leute dann auch sowas wird wie ein Helene Fischer Konzert. Das heißt, du gehst hin, freust dich kurz, gehst wieder nach Hause und gehst danach was essen und legst hin. Ich will nur sagen, was passiert wäre, wenn die Eintracht-Fans an dem Tag diesen Pokal gewonnen hätten, das kann sich keiner ausmalen. Und bei Dortmund waren schon ganz viele Fans dabei, wo du gemerkt hast, denen bedeutet das nicht so viel wie anderen. Und das ist ja das für mich, ich überhöhe den Fußball ja für mich persönlich auch. Das heißt, da spielt eine Mannschaft aus der Stadt, in der ich zufällig geboren bin, und schrei dann da rum und schrei irgendwelche Wirren. Das ist ja alles nicht rational zu erklären. Aber für mich hat das dann in dem Moment eine Bedeutung. Aber wenn ich dann sehe, dass ganz, ganz viele Leute in den Fußball kommen, und bei der Nationalmannschaft haben wir es ja schon gesehen, da ist ja die Entwicklung fast schon abgeschlossen, aber Marvin hat es ja gesagt, wo die Leute, mit denen ich Fußball zusammenschaue, draußen sind, und dann nur noch die Leute sind, die, ja, die auch zur Mega-Nacht der Schlagerstars gehen, Micky Krause, und ja, das ist alles nicht schlimm, aber die sind dann beim Fußball, und das wird dann trotzdem ein anderes Produkt. Das wird kriegt eine Austauschbarkeit und kriegt eine Emotionslosigkeit, die sich dann, und mich hat es erschrocken. Mich hat es, klar war ich enttäuscht, dass die Eintracht verloren hat, aber mich hat es erschrocken zu sehen, wie viele Dortmund-Fans dort waren, die das offensichtlich nicht so sehr begeistert hat, dass sie gerade den Pokal gewonnen haben. Und das ist trotzdem für mich ein Sinnbild für alles, was dann im Fußball passiert, weil es dann nur noch um so eine Show geht, und dann gehst du nach Hause und dann legst du halt ins Bett. So. Kann man kritisieren, hat die Eintracht auf diese Art und Weise gemacht, die natürlich nicht die unfassbar Gentleman-likeste war, aber die war auch nicht so dramatisch, wie das jetzt hier auch dargestellt wird. Und ich glaube, der Marvin hat es gesagt, schließen wir damit ab. Es sind an dem Tag ja leider noch andere Sachen passiert, die dann fürs Fußballherz von uns viel, viel schlimmer waren. Genau, es ging dann weiter in der zweiten Hälfte, als erstmal mit zwei Auswechslungen. Es kamen Pulisic für Reus und Castro für, weiß ich jetzt schon nicht mehr. Ja, Castro kam für Schmelzer. Für Schmelzer, genau. Und Reus. Reus. Ja, genau, für den kam Pulisic, der wesentlich mehr Spielanteile hatte und da wesentlich mehr Vortrieb gemacht hat, was uns da irgendwie schon ganz ordentlich in Bedrängnis gebracht hat.
der BVB kam viel besser aus der Pause als wir und dann hattest du diesen Fallrückzieher von Aubameyang, der dann da irgendwie ans Lattenkreuz ging, den Fabian dann in letzter Sekunde noch von der Linie fischt, wo mir dermaßen das Herz stehen geblieben ist. Jo, brutal. Huiuiuiui. Und dann halt diese blöde Situation, wo der Ball in den Strafraum gechippt wird, Pulisic da auch hingeht, den sich eigentlich zu weit vorlegt und dann Radetzky das Bein reinstellt, brauchst du nicht drüber zu diskutieren, ist halt einfach ein Elfmeter, aber er muss da halt auch nicht so hingehen. Ja, natürlich ist es ein Elfmeter. Also ich meine, das habe ich sogar von unserer Position aus gesehen, dass es ein ganz klarer Elfmeter war. Da muss ich ehrlich sagen, das war ein dummer Move von Radetzky. Es gibt ehrlich, ich muss sagen, es war einfach ein mega blöder Move. Also es gibt keine Ausrede. War total unnötig, das weiß er auch selbst. Auf der einen Seite ist es natürlich so, ohne ihn wären wir nicht in das Pokalfinale gekommen. Ich habe mich hier so ein bisschen erinnert gefühlt an die WM 2002, als der ein oder andere mag sich noch erinnern, als die deutsche Nationalmannschaft eigentlich eine richtige Graupentruppe hatte, mit Leuten wie Janker und so weiter und so fort, ja, dass die überhaupt mal Fußball gespielt haben, ist auch lustig und dann in der Nationalmannschaft. So, und dann haben sie es aber ins Finale geschafft, hauptsächlich wegen Kahn und im entscheidenden Spiel macht dann halt Kahn auch einen Fehler und dann geht das Ding irgendwie in die Binsen und so ein bisschen habe ich mich bei Radetzky auch gefühlt, der ja uns ja weitestgehend getragen hat, wenn ich mir darüber Gedanken mache, wie die Elfmeter-Shootouts eigentlich immer ganz gut, ja nicht ganz gut, sondern herausragend gehalten hat. Also das war schon sehr ärgerlich. Es war irgendwie aber auch so ein bisschen Killer, ne, der Elfmeter, muss man schon sagen. Auch so ein Stimmungskiller einem selber. Also es hat dieses komplett die Luft aus dem Schlauchboot gelassen und du hast gedacht, na nee. Ich hatte auch danach keine Hoffnung mehr, dass der andere ein Tor macht, egal wie viele Standardsituationen da noch waren. Habe ich dann damit abgeschlossen, ehrlich gesagt. Du hast auch danach gemerkt, dass die Mannschaft dann auch gefühlt so einen kleinen Knick hatte und dann da auch nicht mehr so richtig ins Spiel kam. Es ging ja dann noch knappe 20 Minuten, aber so wirklich, dass wir da mal eine Torchance uns wirklich rausgespielt hatten, die auch wirklich zwingend oder gefährlich war, hattest du jetzt an der Stelle halt dann auch nicht mehr. Nee, der Eintracht hat in einer gewissen Weise dann der Biss gefehlt. Das muss man schon, glaube ich, auch festhalten. Es ist halt leider so, da hat sich auch wieder gezeigt, dass wir natürlich auf der Bank viel zu wenig hatten. Ja. Und Meier, den kannst du stellen, das war auch vollkommen in Ordnung, aber auch der hat ja kaum Situationen bekommen. Da muss ich halt auch wieder den einen oder anderen Spieler, es fällt mir schwer, die Leute zu kritisieren, denn die haben für mich schon das Bestmögliche rausgeholt, ja, ich will jetzt Leute da wirklich nicht kritisieren, aber da merkst du halt, dass in einer gewissen Art und Weise einem Hector einfach dann auch die Qualität fehlt, den Ball nicht einfach stumpf nach vorne zu hauen, sondern schon mit einer gewissen Präzision, dass es nicht wieder ein Fehlpass wird, sondern damit du weißt, okay, jetzt entsteht daraus noch eine gefährliche Situation oder auch dass Ecken und Freistöße, wenn wir sie mal hatten, dann wirklich gefährlich wurden. Daran hat es dann einfach gefehlt. Ja. Und dann konntest du einen Meier, glaube ich, nur noch einmal wirklich relativ gefährlich einsetzen. Ja, und dann war der Käse halt einfach gegessen. Ich glaube, wäre das Spiel halt bis zur 80. Minute extrem spannend geblieben mit einem 1-1, ich glaube, in den letzten 10 Minuten hätte sich vielleicht nochmal wirklich was zu unserem Vorteil entwickelt. Aber ich glaube, hätten wir das Tor nicht bekommen, also den Elfmeter, aber hätten wir irgendwann das 2-2 geschossen, glaube ich, hätten wir das Ding auch nicht nach Hause geschaukelt. Dafür wäre die Mannschaft wahrscheinlich dann auch zu zermürbt gewesen, weil du hast schon gemerkt, die gehen hier wirklich auf dem Zahnfleisch. Und da haben Leute auch wirklich an ihren Grenzen gespielt. Es ist ärgerlich, nervt mich, weil ich hätte eigentlich ganz gern lieber, hätte ich lieber durch ein Gegentor verloren, das aus einer normalen Spielsituation entsteht und nicht durch einen Elfmeter, weil das hat dem Ganze irgendwie ein Geschmäckle gegeben. Denn ich muss sagen, der BVB hat für mich jetzt auch nicht seinen besten Tag gehabt. Nö, hatte er definitiv nicht. Also wie wir es gerade eben schon gesagt haben, zum Ende der ersten Halbzeit gemerkt, dass wir da eigentlich ganz gut im Spiel gewesen sind und einfach durch diese blöde Situation und dadurch, dass die Spieler bei uns dann am Ende halt auch einfach gebeutelt von der Saison so ein bisschen sehr platt waren und wir halt wenig Auswahlmöglichkeiten an der Stelle einfach hatten, hattest du halt einfach keine anderen Möglichkeiten mehr. In Summe bin ich zwar so ein bisschen enttäuscht, aber man muss auch sagen, das, was man halt eben auf dem Weg bis dahin und wenn man das so in Summe betrachtet, das Spiel, wie die Mannschaft dann doch auch da aufgetreten ist, trotz der personellen Engpässe und die Fans drumherum, kann man eigentlich mehr als zufrieden sein mit dem Ganzen.
Klar, kannst immer zufrieden sein, aber enttäuscht bin ich natürlich trotzdem, weil wir waren im Pokalfinale. Und das will man natürlich immer gewinnen. Ja, natürlich, wir waren im Finale, wir hatten die Chancen, da irgendwie mehr mit rauszuholen und vom Ganzen drumherum hätten wir es an dem Tag auch gefühlt, und das ist jetzt vielleicht einfach wirklich zu sehr die Eintracht-Brille, vielleicht aber auch nicht, wesentlich mehr verdient als der BVB, aber gut, man aussuchen kann man sich halt am Ende des Tages auch nicht. Ja, aber ja, was Marvin sagt, es ist trotzdem bei allen positiven Sachen, die wir jetzt hier genannt haben, überwiegt bei mir schon die Enttäuschung. Ich bin... Du, es wäre ja auch schlimm, wenn nicht, weil ansonsten hättest du nämlich... Ja, genau, aber ich habe trotzdem das Gefühl, was ich damit sagen wollte eigentlich, ich habe das Gefühl, die meisten Leute sind gar nicht mehr so enttäuscht, und das bewundere ich. Ist bei mir aber gar nicht. Bei mir ist immer noch diese Leere drin. Ich kann das genießen, diese Gesänge, bin aber irgendwie trotzdem ziemlich fertig, weil ich weiß, dass es schnell nicht wiederkommen wird, und wir werden wahrscheinlich erstmal ganz, ganz lange wahrscheinlich nicht mehr die Chance haben, in den Europapokal zu kommen, länger nicht ins Pokalfinale kommen. Und wenn die Bundesliga ist jetzt nächstes Jahr stärker, dann müssen wir, glaube ich, erstmal denken, okay, je nachdem, wie der Kader aussieht, aber erstmal gucken, dass wir nicht Relegation spielen. Hm. Und das ist schon traurig. Und dieses, ich bewundere Leute, die dann sagen können, ach, Arsch geleckt, und wir sind trotzdem stolz auf die Mannschaft, wir sind trotzdem stolz auf das Erreichtes, und manche sind ja sogar noch an Römer gegangen. Das bewundere ich, ich kann es halt gar nicht. Also ich kann nicht denken, okay, toll, ja, feiern wir halt, dass wir Zweiter geworden sind, kann ich überhaupt nicht. Ich bin echt massivst enttäuscht, weil trotzdem viele Spiele, und ich glaube, der Marvin und ich haben gefühlt 40 Mal über die Szene gesprochen von Seferovic, wo der Ball an den Pfosten geht, und das wird mir noch lange nachhängen. Oh ja. Wenn dieser, weil der Ball ist ja nicht an Außenpfosten, der ist ja frontal an den Pfosten und wieder fast 180 Grad zurück ins Feld gekommen. Es ist echt übel, was da passiert, weil die Eintracht war echt nah dran. Mhm. Also, das war, der Marvin hat es gesagt, in der zweiten Halbzeit Dortmund, da hast du nichts vom Tuchelschen taktischen Fußball gesehen. Die waren am Anfang gut, sind gut ins Spiel gekommen, du hast gesehen, dass die Spieler von denen, jeder einzelne Spieler von denen ist besser als jeder einzelne Spieler von uns. So kann man, glaube ich, ohne zu übertreiben sagen. Genau. Die Eintracht hat es halt über diese Geschlossenheit geschafft, und mit was für einer Mannschaft? Da steht Hector auf dem Platz, da steht Emedojevic auf dem Platz, da steht ein Oczipka auf dem Platz, da steht ein Schändler auf dem Platz. Ich weiß, dass die teilweise alle eine gute Saison gespielt haben, aber man muss sich überlegen, mit was für einer Gurkentruppe das da passiert. Richtig. Ja, das ist eine Gurkentruppe. Es ist so, Schändler ist wahrscheinlich gut in Form, ist maximal Mittelklasse Bundesligaspieler. Michael Hector hat in der Bundesliga gar nichts verloren. Emedojevic ist, selbst wenn er fit ist, kein überragender Sechser. Richtig. Oczipka ist nicht allzu schnell. Mhm. Du hast Spieler drin, Abraham ist der ist über dem Durchschnitt als Verteidiger, aber es ist auch kein Weltklasse-Verteidiger. Seferovic ist ein Spieler, der erst noch beweisen muss, dass er überhaupt ein Profifußballer ist, der nicht nur am Anfang ein Feuerwerk abbrennt und davon lebt, dass er irgendwann mal eine geile U21 oder irgendeine U17, U19 EM-WM gespielt hat. Da sind Spieler, wo du denkst, ja, die müssen... Das ist eine Mannschaft, die hat echt viel mehr erreicht, als sie eigentlich drin hätte. Und das trotzdem an dem Tag auch noch drin gewesen wäre, macht es für mich echt schwer. Weil ich nicht glaube, dass die einfach zu schnell wieder dahin kommen. Und ja, wollte jetzt einfach nur mal ganz kurz hier ein bisschen die Selbsthilfegruppe nutzen, um das auszudrücken. Aber ich glaube... Hast ja 100% recht mit. Ist eine sinnvolle Einordnung, genau das ist es. Das bringt ja vieles in Relation, deswegen gibt es ja dann auch viele, die sagen, naja gut, ich habe damit gut abgeschlossen oder so. Aber es bleibt natürlich, dass es irgendwie einen schon ärgert, aber nicht gegen die Mannschaft, denn die Mannschaft hat ja alles getan, was genau, in ihr irgendwie also Qualität... Die Wut richtet sich gegen niemanden, das ist eher eine Traurigkeit der Umstände. Es ist eine Enttäuschung im Endeffekt, weil du das muss aber doch da sein. Leute, wir spielen immer noch Profifußball und es geht um Titel und es geht um Ergebnisse und es geht um auch da geht es halt um Siege und da geht es nicht darum halt, war ja trotzdem gut oder so, da musst du auch enttäuscht sein, denn das ist manchmal auch die Energie für was Neues, ja, und das gehört auch mit dazu. Ja. Und deswegen ist es doch ganz klar, dass ich dann enttäuscht bin und sage, scheiße, wir waren so nah an diesem fucking Titel dran. Na, ganz ehrlich, Leute, ich hätte mal Bock, das haben wir im Auto noch besprochen, das greife ich jetzt auf, ich glaube, Basti, du hast es gesagt, ich hätte mal Bock, einfach in Frankfurt hier richtig zu eskalieren mit Autokorso und so, aber wegen der Eintracht und nicht wegen der Nationalmannschaft, sondern wegen dem, was uns alle verbindet, wegen dem, was wirklich den Kern jeden Frankfurter potenziell verbinden kann. Und das ist die Liebe zur Eintracht. Das ist nichts
teilen das wie eine Nationalität oder irgend sowas oder ein falsches Gefühl eines Patriotismus, sondern das ist diese Einigkeit, die jeden zulässt. Und es ist der Verein, wo jeder willkommen ist, im Optimalfall auch jeder willkommen geheißen wird, sei es in dem Amateurbereich, im EV-Bereich, wo du halt hingehen kannst und kannst einfach so ein bisschen Hallenhalmer spielen, wenn du Bock drauf hast oder Tischtennis oder was weiß ich, oder halt auch bei der Profimannschaft, wo du dann hingehen kannst und kannst dir das angucken, wo jeder willkommen ist. Das ist das vereinende Element für Frankfurt und da hätte es mich einfach unglaublich gefreut, hätten wir diesen Sieg mal feiern können, weil ich glaube, dann wäre hier richtig was losgebrochen. Mhm. Und es ist einfach mega schade, dass es nicht passiert ist. Und ich denke, das ist diese Enttäuschung. Es ist wirklich, also der Mario hat es ja gesagt, und diese Vorstellung hat sich auch die ganze Zeit, es hat sich ja wirklich angedeutet in der Stimmung nach, vorm Spiel haben wir alle schon drüber gesprochen, aber in der Stimmung nach dem 1-1 und auch jetzt, selbst wie die Stimmung jetzt noch ist, dass viele sich trotzdem freuen und alles. Wer überlegt wirklich mal, wenn die Eintracht diesen Pokal geholt hätte, was hier los gewesen wäre. In Berlin noch an dem Tag, in der ganzen Stadt in Berlin, auf der Rückfahrt, da hätten uns die 11 Stunden Stau auf der Rückfahrt gar nichts ausgemacht. Da wären wir sowieso bei jedem Stau wieder aus dem Auto gesprungen, hätten wahrscheinlich mit anderen 1000 Leuten irgendwelche Polonesen Gesänge gemacht, wären abends in Frankfurt angekommen, auf den Römer gegangen, hätten gerade weitergefeiert und wären wahrscheinlich jetzt vor ein paar Stunden erst nach Hause gekommen. Also gar keine unrealistische Darstellung. Und wären jetzt immer noch und würden wahrscheinlich hier rumschreien und sagen, hey, und keine Stimme mehr und würden das wahrscheinlich nochmal irgendwann feiern und es wäre, glaube ich, gar nicht zu beschreiben gewesen, weil wenn du siehst, was ein 1-1 schon bewirkt hat, nach dem Spiel, also man muss, was man auch nicht vergessen, nach dem Spiel, dieses im Herzen von Europa nach dem Spiel war auch ein Moment, wo viele Leute da gestanden haben und auch geflennt haben. Das hat sich auch so, das hat ja auch sich so ein bisschen dann verselbstständigt, dieses einfach schnell dazustehen und ja, du hast das Gefühl gehabt, die Leute haben das gebraucht, auch so ein ruhigeres Lied einfach und nicht so ein trotziges, sondern so ein ruhigeres halt. Mhm. Und stellt euch bitte vor, was passiert, wenn ihr die Eintracht gewonnen hätte. Ich glaube, wir wären echt 5-6 Stunden nicht aus diesem Stadion rausgegangen. Ja. Es wäre wirklich so gewesen und wir hätten dann wahrscheinlich unten auf der Laufbahn teilweise auch noch gestanden und mit der Mannschaft zusammen und wären alle zurückgefahren über die Autobahn, hätten alle gehupt und wären auf den Römer gegangen und die Mannschaft wäre im Pokal da gewesen und das wäre wahrscheinlich echt 2-3 Tage lang gegangen. Ja. Und das ist unwahrscheinlich, ja. Auch einer der Gründe, warum die Enttäuschung so groß ist, ehrlich gesagt, die ist echt groß. Die ist wirklich so, dass es dafür sorgt, dass ich jetzt und jetzt nach diesem Relegationsspiel erst recht gar keinen Bock mehr auf Fußball habe. Nee. Ja, zieht einem gerade so ein bisschen runter. Ja. Ja. Wie gesagt, es ist, ich meine natürlich, und ich kann das rational nachvollziehen, das ist auch genauso. Wir werden es aber natürlich in der Saison nach Betrachtung nochmal genau drüber sprechen. Ja, natürlich können wir natürlich stolz drauf sein, im Pokalfinale gewesen zu sein, aber aktuell, und das sind so kurz nach dem Pokalfinale, kann auch nochmal die Enttäuschung überwiegen, dass es trotzdem eine insgesamt ordentliche Saison war. Darüber können wir dann auf jeden Fall sprechen. Aber aktuell ist es halt einfach so und es bleibt dieses Subjektive und ich denke, das genau gehört auch dazu, wenn du dann, weißt du, wenn du die guck dir die ganzen Verrückten an, die zu jedem fucking Pokalspiel, auch ist der Gegner sonst noch so unattraktiv, dann fahren die dahin, supporten die Mannschaft. Wir waren dann auch in Gladbach dabei und gewinnen in letzter Minute. Natürlich hast du dann die Hoffnung, das große Ganze endlich mal für dich zu gewinnen. Ne? Es gehört auch dazu. Und da ist jetzt einfach ein paar Tage Enttäuschung angesagt. Und ich persönlich kann es auch nicht, ähnlich wie der Basti, nicht zwingend nachvollziehen, dass man dann jetzt großartig am Römer gefeiert hat. Weiß nicht. Lass uns bei kühlem Kopf nochmal darüber diskutieren, ob das so das richtige Signal war. Weiß nicht, aber Kovac hört dann vielleicht durchaus. Aber gut, ich war jetzt nicht da und ich wäre auch nicht hingegangen. Für mich hätte da in dem Moment einfach die Enttäuschung überwiegt. Jo, sehe auch so. Ich würde sagen, damit haben wir zumindest das Spielerische und das Drumherum um dieses Pokal-Endspiel umfassend behandelt. Wir sind nach wie vor zu Recht traurig, weil mehr drin gewesen wäre und werden uns zu gegebener Zeit so in 2 bis 3 Wochen die Saison nochmal in Gänze anschauen und dann auch nochmal genau den Finger in die Wunden legen, der genau, vielleicht auch zu dem einen oder anderen geführt haben und wie man es vielleicht hätte anders machen können. Genau, aber wenn du jetzt das Spiel jetzt schon abhaken, will ich auch noch mal ganz kurz sagen, man muss auch hier wieder positive Sachen finden, und zwar, wenn ich was sagen soll, dann, oder wenn ich jemanden nennen soll,
dann Rebic. Für mich hat Ante Rebic ein absolut herausragendes Spiel gemacht. Und wenn heute noch jemand zweifelt, warum wir diesen Kerl verpflichten sollten, dann guckt ihr das Spiel an. Das ist nämlich, das haben wir am Anfang der Saison gesagt, dass er diese Qualität hat. An ihm lag es definitiv nicht, dass wir am Samstag nicht siegreich vom Platz gegangen sind. Für mich ein absolut herausragender Spieler, der zu Recht ein tolles Tor gemacht hat. Und Chapeau. Also das sollte jetzt auch demnächst die Hauptaufgabe sein, sich um das Thema Kaderzusammenstellung für das nächste Jahr kümmern. Die Verpflichtung von Rebic ist das eine Thema dann, was ja immer wieder auftaucht, ist die mögliche Diskussion um ein weiteres Jahr Ausleihe von Vallejo, was ja auch ein wichtiger Punkt wäre, oder halt eben das Finden von Alternativen. Jetzt muss man auch ganz klar, das Thema Varela hätte ich jetzt auch gerne nochmal angesprochen. Da muss man ja jetzt auch sagen, das Thema hat sich erledigt. Da muss man ja auch gucken, ob man da nochmal irgendwie Ersatz findet. Ich nehme an, das Thema Hector wird sich ja dann auch erledigt haben. Also da sind einfach viele Stellen, wo es jetzt darum geht, dieses Thema da irgendwie dran zu machen. Lass uns doch vielleicht nochmal kurz über dieses Thema Varela sprechen, weil das ja auch so ein bisschen hin und her geht. Was mich so ein bisschen geärgert hat, war, dass dann das natürlich alles jetzt wieder über die Medien ausgetragen werden musste. Die Suspendierung, klar, dass die dann in den Medien einen Platz findet, dann die Ansprache oder das Ansprechen direkt vor dem Spiel, wo Kovac dazu befragt worden ist, der sich dazu Aussagen hat hinreißen lassen, dann irgendwie kurz davor ein Varela, der irgendwie über die Presse dann auch kundgeben lässt, dass das nicht so gewesen wäre oder dass er auch nicht der Einzige gewesen wäre. Also grundlegend muss man sagen, hoch unprofessionell vom Spieler und halt auch einfach ein ziemlich blöder Zeitpunkt. Ja, ich habe das ja vorhin schon, gesagt und bleibe auch dabei. Ja, aber mehr muss man dazu auch gar nicht sagen. Ist so. Dumme Aktion, ciao, weiter geht's. Also genau. Mich hat es gestört, mich hat es auch von Bobic dann auch gestört, ehrlich gesagt. Dass er nochmal und dann nochmal und dass die erste Reaktion von Eintracht und von Bobic war ja richtig. Genau. Sagen, hier, Digga, das geht gar nicht. Tschö. Ich bin nicht mehr, aber dann muss auch gut sein. Genau, dann hätte man aus meiner Sicht danach sagen können, wir werden das jetzt nicht weiter kommentieren, wir konzentrieren uns jetzt auf das Pokalspiel und mehr dann und danach und fertig. Jetzt hörst du hier überall von Tattoo-Trottel und denk, meine Güte, der hat auch kein Baby ertränkt. Also es ist blöde Aktion, der ist ein junger Kerl, der vielleicht das gar nicht so schlimm gesehen hat, weil es gibt ja zwei Seiten, meine Güte. Also es ist natürlich unprofessionell, aber es ist auch nicht so, dass er irgendwie jetzt hier auf dem keine Ahnung, der muss jetzt hier nicht gesteinigt werden. Es ist auch nicht so schlimm, was er getan hat. Er hat sich tätowieren lassen. Es war dumm. Gut, ich finde es halt mega unprofessionell, wenn ich ehrlich bin. Es ist unprofessionell, aber es ist jetzt kein menschlicher Abgrund, der sich da aufgetan hat. Du bist ein Profifußballer und wenn du so unprofessionell bist, dann kannst du dich nicht beschweren, wenn der Arbeitgeber dich entlässt. So, aber damit ist die Sache auch gegessen, finde ich. Genau. Und jetzt muss er halt sich nach einem neuen Verein umsehen. Viel Glück dabei. Genau. Ich fand es halt, wie gesagt, mega beschissen, mega unglücklich. Aber und er kann auch übrigens nicht mit, was ich sagen will, er kann auch nicht mit dem Realvergleich ankommen, den er getan hat. Weil das ist Bullshit, da muss er erstmal Leistungen zeigen, die eine Realverpflichtung, muss er erstmal so gut spielen wie der Realspieler, um sich dann sowas zu erlauben. Ne? Also, und Sergio Ramos ist, glaube ich, so Profi, dass er vor dem Champions League Finale das nicht riskiert, sich da tätowieren zu lassen. Genau. Der macht ihm hätte man halt antworten können, Ramos macht das halt nach dem Finale, weil er sich den Pokal auf die Wade macht und du nicht. Trottel. Aber gut, deswegen. Nee, aber ich würde eigentlich lieber ganz kurz zu dem Dortmund-Spiel nochmal abschließend sagen, denn bei allen Unkenrufen fand ich das kommt mir manchmal zu kurz weg. Ich fand Aytekin, der ja immer oder oftmals kritisiert wird, gerade von Eintracht-Seiten, hat für mich ein richtig ordentliches Spiel gemacht, ordentlich geleitet. Mir ist jetzt kein Fehler im Kopf geblieben, wo ich sagen müsste, okay, das wäre jetzt massiv irgendwie zu ahnden gewesen oder so. Also ich finde, er hat einen richtig ordentlichen Job gemacht, hat einen kühlen Kopf bewahrt. Und das muss auch mal herausgestrichen werden. Und ansonsten sage ich Glückwunsch an BVB, auch wenn es mich mega ärgert. Aber jetzt haben sie endlich mal einen Pokal, den sie jetzt irgendwie zum vierten Mal hintereinander, also waren ja jetzt so nah dran, jetzt haben sie sich mal geholt. Ja, ich hätte mich nur gefreut, dass sie ein bisschen mehr gefeiert hätten, wenn ich ehrlich bin. Ja, das war sehr skurril teilweise. Ja. Haben wir noch was zum Spiel? Nö, also ich bin im Spiel fertig. Ich denke, jeder ist auch emotional einigermaßen auch fertig. Genau. Und ich denke, wir brauchen ja nicht noch tiefer gehen. Wie gesagt, Gruß nach Dortmund, freut euch wirklich, ihr habt einen Pokal gewonnen, das ist eine feine Angelegenheit. Mich freut es ja auch für einige Dortmunder. Ich hoffe halt nur, dass wir irgendwann mal wieder die Chance bekommen und diese dann vielleicht auch nutzen. Ja, das ist es. Und
Das wäre für mich sowieso der Pokal gewesen. Über Europa hätte ich da gar nicht nachdenken wollen, auch nicht mit der Mannschaft. Aber so ein Pokal wäre halt schon geil gewesen. Naja. Ja. Gut, dann haben wir noch zwei Standardkategorien. Einmal den Dummschwätzer der Woche, den wir einfach nur auflösen wollen, weil neuer haben wir jetzt da aktuell nicht. Wir schulden euch noch die Auflösung von der 20. Woche. Wir sind ein bisschen hinten dran. Das ist wenig anders zu erwarten. Uli Hoeneß geworden. Uli. Ja. Wurde auch am Freitag gut gefeiert, habe ich gehört. Und da haben wir noch ein paar Empfehlungen. Zum einen möchte ich. Ich will noch einen Dummschwätzer nominieren. Ich will ihn gar nicht nominieren. Wir verleihen ihm den goldenen Ehrenkalle für das Rahmenprogramm Pokalfinale. Das ist der Herr DFB-Präsident, der ja vorm Spiel sich schon gewünscht hat, dass Dortmund Ach, gewinnt. Ach, das Ding. Das hatte ich schon fast verdrängt. Ja, vielen Dank. Ja. Und jetzt irgendwo im Kicker verteidigt wurde und mit der Entschuldigung, er ist noch ein sehr junger Präsident. Er kann es noch lernen. Ja. Vielleicht sollte man wirklich als DFB-Präsident vom Spiel sich nicht zu einer Äußerung hinreißen lassen, dass man Mannschaft X mehr wünscht als der anderen, wegen VfL Y. Das ist auch kein Drama, es ist aber maximal unglücklich und es ist auch allemal ausreichend, um hier in der Dummschwätzer-Kategorie zu landen. Ja, ist auch hoch unprofessionell. Na gut, der Junge kommt aus der Politik, der hat das noch nicht gelernt. Ja, genau. Ja. Gut, da brauchen wir gar keine Umfrage machen. Das ist so 200% klar. Der kriegt alle Stimmen und mal gucken, vielleicht schaffen wir es uns in der Saisonrückschau unseren Dummschwätzer der Saison zu küren. Das darf dir dann jeder von uns einen nennen. Mal gucken, das werden wir auch noch irgendwie zusammentragen. Nun aber doch Empfehlungen. Wir haben einmal was wir letzte Woche schon angesprochen haben, das Hörertreffen, was zur Neueröffnung des Mathilda-Glaskuchenladens während des Schweizer Straßenfestes stattfindet. Das war der 24.06., richtig, Basti? Korrekt. Genau, da werden wir vor Ort sein und 16 Uhr. Eine gute Gelegenheit, da mal wieder den einen oder anderen Hörer zu treffen. Von daher, wenn ihr in der Nähe seid, kommt vorbei, markiert euch das Datum im Kalender. Wir werden das aber auch rechtzeitig nochmal über die Social Media etc. raushauen. Mhm. Dann war der Marvin wieder in diesem anderen Fremdpodcast unterwegs. Genau. Also jetzt habe ich gedacht, jetzt könnten wir wieder verlinken. Habe ich mir gedacht, ja, wir haben eine neue Folge, Ringfuchs-Podcast. Der wunderbare Einzigartige hat sich des europäischen Ringkampfes angenommen und redet dort über, denn auch da gibt es Charaktere, also Gimmicks, ein bisschen überzeichnete Charaktere, die bisweilen ganz schön peinlich waren. Und da haben wir mal eine kleine Sammlung gemacht. Also es ist die aktuelle Folge Gimmicks im europäischen Wrestling. Hört da mal rein. Und du hast ja auch noch was. Schlimmer als die andere mit dem Kerl, der irgendwie den Leuten die Unterhosen wegzaubert? Ja, ich glaube, ist schwierig. Also sie ist ähnlich schlimm. Okay, dann ja. Lohnt es sich vielleicht die Tat, sich noch anzuhören. Genau, okay. Ihr müsst auf jeden Fall nebenbei den Browser aufhaben und müsst danach mal googeln, was wir euch so sagen, denn dann werdet ihr entweder hochnotpeinlich berührt sein oder anfangen zu lachen. Im Zweifelsfall beides. Also im Zweifelsfall lohnt es sich, das irgendwie in der öffentlichen Bahn oder irgendwas zu machen, ja, damit dann alle anderen auch noch was davon haben. Auf jeden Fall. Okay, hervorragend. Also nicht geeignet für Autofahrten, sondern eher für öffentliche Nahverkehrsmittel. Okay. Genau, und ich hatte ja schon erwähnt, dass ich euch den Artikel in der Süddeutschen vom Kollegen M. Snyder ans Herz lege zu dem von uns länger ausgeführten Thema DFB und Kommerz. Ja. An dem Beispiel Helene Fischer, also das sollte sich jeder nochmal durchlesen. Genau. El Basti, hast du noch was? Außer keine Stimme. Ich empfehle den Radiosender Radio Horeb. Der hat uns der Radio Horeb empfehle ich, der hat uns die 11-stündige Rückfahrt einigermaßen erträglich gemacht. Ja, genau. Liebe Leute, jetzt kommt das Schmankerl, da werden wahrscheinlich der eine oder andere drauf gewartet haben. Basti erzählt von Radio Horeb. Wir waren ja unglaublich lange im Stau teilweise, muss man sagen, auf der Rückfahrt von Berlin nach Frankfurt und haben da einen merkwürdigen Sender entdeckt, der uns zum einen mit recht fundamentalistischen katholischen Aussagen irritiert hat. Ja. das passiert heute im Radio, ja. Und da ist schon die eine oder andere lustige Geschichte passiert. Zwischenzeitlich musste der Basti auch einfach mal anrufen, weil er nicht an sich halten konnte. Ne? Ja, also die Vorgeschichte war ja folgende. Wir haben irgendwann, ja, sind die Radiosender uns ausgegangen. Das heißt, wir haben irgendwie einen kleinen Ortswechsel gehabt. Die waren alle oder was?
Ja, wenn du einen Ort wechselst, musst du ja dann erstmal wieder weiterschalten. Die sind ja heutzutage in den Autos vorprogrammiert. Das heißt, wenn du einmal Planet Radio gehört hast, bleibt Planet Radio dort drin. Auch wenn du gar nicht mehr in dem Gebiet bist, wo du es hören kannst. Okay. Da musst du dann weiter drücken. Und als wir nach circa ganz schmalen 5 Stunden endlich Magdeburg erreicht hatten. ja, wir waren wirklich nah. Wir sind losgefahren um 10.30 Uhr und waren um 15.30 Uhr erst in Magdeburg. Großartig. Ja. Da wurden wir dann einigermaßen, die Stimmung war erst kurz angespannt, aber nur ganz kurz und wurde dann aufgrund der tollen Konstellation in diesem Viererauto, muss ich auch nochmal hier loben an alle Beteiligten, ging er in den Galgenhumor über, wo wir uns über alle möglichen Dinge über lustig gemacht haben und genau in diese Phase herein, anders als die Eintracht nicht das 2-1 gemacht hat mit Seferovic, in diese Phase herein wurde bei uns im Auto, aber in diese Phase herein ein Radiosender entdeckt, wo der Sprecher 1:1, aber jetzt nicht ähnlich, nicht übertrieben und wir haben uns das nicht eingebildet, 1:1 wie Thomas Tuchel klang. Also als hätte Thomas Tuchel diese christliche Sendung dort moderiert und das hat uns dermaßen fasziniert, dass wir das uns jetzt anhören mussten und wer in meine Tweets guckt, wird es finden. Da ist wirklich eine Sequenz über 40 Sekunden, wo du wirklich das Gefühl hast, Thomas Tuchel redet dort. Und das hat uns sehr, sehr fasziniert. Und ja, hat mich dann dazu gebracht, dort anzurufen. Auch natürlich, weil, was Marvin schon gesagt hat, da haben einige krude Leute angerufen, sag ich mal, die merkwürdige Dinge von sich gegeben haben. Auf eine wirklich, ja... Es war sehr skurril, man kann es gar nicht so beschreiben, an einem Satz festmachen, sondern es war eigentlich sehr, sehr skurril, aber ein Herr, der die Jugend für ihren Medienkonsum kritisierte und diesen Sender lobpreiste, weil er ja da abends um 6:30, wenn er dann um 6:30 ins Bett geht mit seinen 70 Jahren, nochmal schnell sich irgendwie ein Gebet anhören kann und hat diesen Moderator auch gar nicht mehr in Ruhe gelassen, du hast schon das Gefühl gehabt, es wurde ihm auch unangenehm. In Kombination mit dieser tuchelschen Stimme war das alles sehr, sehr lustig, gerade wenn du eh schon in so einer lustigen Stimmung bist. Und dann habe ich dort angerufen, um mir dann auch ein Lied zu wünschen. Habe es aber nicht lange ausgehalten, nicht zu lachen, weil der Marvin neben mir saß, der es gefilmt hat, der musste schon lachen. Da vorne der Fahrer musste lachen, der konnte es dann auch nicht mehr. Einigermaßen skurril, haben wir uns auf jeden Fall aber trotzdem geschafft, uns da ein Lied zu wünschen. Ja, und als wir dann dachten, das wäre nicht lustig genug, kam mir dann halt die vom Marvin wahrscheinlich angesprochene Story, über jenen Herrn, der uns 2 Stunden lang erzählt hat, dass er 11 Jahre lang pornosüchtig war und warum das denn so falsch ist. Ja. Und da ist eine Geschichte zutage getreten, die hat uns dann nicht mehr losgelassen, die habe ich auch getwittert, dass dort ein Mann in seiner Jugend schon, also mit 9 Jahren, ist er in die Pornografie abgerutscht, hat sich dafür sehr gehasst, aber er kam davon nicht weg. Hat das auf sehr, sehr skurrile Weise auch erzählt und sehr, sehr aufufernd. Also ich glaube, der Marvin und ich haben das Wort, ich habe mir selbst Vorwürfe gemacht, hast du 40 Mal in 4 Sätzen gehört. Und sehr wiederholend, das war es auch schon, das ich gemacht, aber die skurrilste Szene, um das jetzt zum Abschluss zu bringen, war, als er seine damalige Verlobte eines Tages 3 Stunden zu früh zu ihm kam, zu einem Überraschungsbesuch. Er war dann aber natürlich gerade noch beschäftigt mit seine Sucht zu befriedigen. Und schaffte es gerade noch, den Computer auszumachen. Die zweite Sache, die er noch geschafft hat, ist, sich im Schrank zu verstecken. Und was, wenn das nicht skurril genug wäre, sagt er dann noch, dass seine Freundin in den Raum kam und und gleich bemerkte, dass was nicht stimmt, woraufhin der Marvin zu Recht anmerkte, ja, Digga, du sitzt auch im Schrank. Als die Ausführung weiterging, stellte sich raus, dass die Freundin und er ein Gespräch gesucht haben mit dem Nebensatz bei geschlossener Schranktür. Das heißt, die Szene hat sich so abgespielt, der Typ saß 2 Stunden lang im Schrank und hat sich mit seiner pikierten Verlobten unterhalten, weil er sich gerade einwedeln wollte. So. Das war sehr, sehr, sehr skurril und ja, das war die Geschichte, die hinter Radio Horeb steckt, die kann man nochmal nachhören, auch unter meinen Tweets. Ja. Richard fragt gerade im Chat, ob Radio Horeb eine Mediathek hat. Ich kann die Frage nicht beantworten. Es gibt, glaube ich, Podcasts. Es hat mir einer angetwittert, der hat gesagt, geil, ich lade mir jetzt alle Podcasts von Radio Horeb runter. Ja. Also wie gesagt. Also es gibt auf jeden Fall einen Livestream, das
Ja, den gibt es ja. Das ist ja auch DAB TV, DAB Plus Radio. Download. Digital Audio. Und naja, wie der Basti das so schön jetzt umschrieben hat, na, das ist natürlich ein sehr christlich geprägter Sender. Da haben ja auch sonst extrem viele alte Frauen angerufen und so. Und hier weil, keine Ahnung, und auch die halt auch so oft in die Kirche gehen, haben sich merkwürdige Lieder gewünscht und so, die natürlich für den modernen Menschen merkwürdig anmuten, ja. Es war dann auch sehr bezeichnend, dass der Typ, der der anscheinend Teil der NoFap-Bewegung ist, ja. Also nicht mehr mit von der Palme wedeln und so, ja. Dass der sich auch nur Lieder gewünscht hat, die keinen weiblichen Gesang hatten. Das war mir schon sehr suspekt, ja. Da war er wahrscheinlich rückfällig geworden. Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon interessant, mit welchen Problemen Leute zu kämpfen haben. Er hat ja dann das Porno-Business auch nicht ganz so unrecht, muss man sagen, als Lügenfeld betitelt. Also hat uns dann auch erklärt, dass das, was da passiert ist, passiert gar nicht so wahr ist. Nun ja, also ihr wisst Bescheid. Ja, der ein oder andere in dem Auto aus seinen Träumen gerissen hat gesagt, Leute, passt auf, diese Darstellerin, die du dir da anschaust, die liebt dich gar nicht. Ja. Und das hat bestimmt den einen oder anderen dann sehr schockiert. Auf jeden Fall. Ja, es gibt hier quasi fast alles als Podcast zum Runterladen und Nachhören. Also von daher. Kann man das dann finden? Das will ich nämlich auch nochmal hören. Ich habe es ja selber noch gar nicht gehört. Aber wer weiß, wie die Sendung hieß. Hörergrüße hieß sie, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Genau, Hörergrüße 15.15 Uhr Sonntag sehe ich gerade im Kalender. Also da könnt ihr euch selbst mal durchklicken. Ich schmeiß den Link zu. Wo siehst du das? Wenn man sich das Programm vor dem entsprechenden Tag raussucht, dann weiß man zumindest, was es für Sendungen gab. Und wenn man deinen Erzählungen folgt, um wie viel Uhr das etwa war, dann kann man das irgendwie sich zusammenreimen. Nicht? Gut. Sehr gut. Genau. Das muss man nur halt gucken, ob es genau das auch irgendwie als Podcast-Folge gibt. Aber ich glaube, da sind unsere Hörer schlau genug. Ja, Richard. Grüße an Richard. Er ist ja unser persönlicher 93-Rechercheur. Der findet alles raus, was in den achten Ligen in Unterösterreich, Niederösterreich und Oberösterreich stattfindet. Das wird er auch noch finden. Genau. Also, grüßt du sowieso auch, weil er ein stabiler Typ ist. Richard fragt gerade im Chat, wie viel Uhr das war. 15.15 Uhr bis 16 Uhr läuft der Programmteil. So. Ja. Warte, ich kann es ihm genau sagen, wann es war. Weil er ein stabiler Typ ist und weil er als Solidarität einen Eintrachtschal anhatte, ja, für passend zum Pokal. Also ich mag auch, dass es Support aus Österreich gibt für die Frankfurter Eintracht. Kann man nicht oft genug loben. Genau, hervorragend. So soll das sein. Also es war gegen 19.23 Uhr circa. 19.23 Uhr. Ungefähr. Naja. Ja. Genau. Gut, ich würde sagen. Richard, machen Sie sich an die Arbeit. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir mit dieser Folge dann auch mehr als durch, genauso wie mit dem Pokalfinale und dem Spielbetrieb. Ich hatte es vorhin ja schon gesagt, wir gönnen uns jetzt mal eine kleine Pause, die brauchen wir alle, glaube ich, jetzt nach diesem Pokalspiel und auch generell und werden uns dann dran machen, nicht nur die Rückrunde, sondern die Saison in Gänze zu analysieren. Da werden wir dann mit Sicherheit eine etwas längere Folge dazu aufnehmen. Wir werden euch rechtzeitig über die Seite oder über die Social Media darüber informieren, wann es denn soweit sein wird. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir die ein oder andere Abfrage im Chat oder über die Social Media laufen lassen, was denn so eure Highlights oder Lowlights waren. Aber von daher, gebt uns ein bisschen Zeit, das jetzt alles aufzuarbeiten und da auch mal uns ein bisschen Zeit zu nehmen, da jetzt wieder runterzukommen, bevor wir dann damit starten. Das ist ja jetzt, glaube ich, so in direktem Anschluss nicht so wirklich sinnvoll möglich. Richtig. Ja, das ist auch besser so. Wir sind jetzt noch zu gebunden an den Eindrücken, die wir in den letzten Tagen natürlich hatten. Und das müssen wir natürlich rational nochmal alles genau betrachten. Auch wenn ich jetzt schon ein eher positives Fazit ziehen würde. Aber wir müssen auch schauen, bis dahin wird sich noch einiges im Kader verändert haben. Wir blicken ja perspektivisch dann auch auf die neue Saison oder was geht noch, wer kommt noch. Wir schauen dann mal, aber lasst uns erstmal ein paar Wochen Zeit. Ich glaube, also ich muss persönlich erstmal runterkommen und mal ein paar Wochen kein Fußball mit keinem Eintracht-Kontext oder gar keinen Fußball schaden mir auch erstmal nicht.
Ja, diese Theorie mit gar keinem Fußball, das haben wir alle schon versucht und irgendwie nach einer Woche halten wir es dann auch nicht mehr aus. Aber nee, guck, ja. Weißt du, wenn so ein Event wie Champions-League-Finale, gucke ich mal rein, wenn ich gerade Zeit habe oder eine Popcorn-Tüte offen ist, dann werde ich das machen, aber ansonsten, nein, mich juckt jetzt nichts mehr, so wie das Spiel, was jetzt hier heute gerade läuft, Braunschweig gegen Wolfsburg, wo ich ja eigentlich ursprünglich mal gedacht habe, vielleicht könnten die Braunschweiger das Ding doch noch irgendwie rocken. Ja. Übrigens, geile Kiste heute, Huddersfield Town, ich glaube zum allerersten Mal in die Premier League aufgestiegen. Wenn es da Highlight-Videos gibt, dann könnt ihr das auf jeden Fall mal angucken. Auch lustigerweise der Trainer David Wagner, ein Deutscher, der auch mal bei dem BVB, glaube ich, trainiert hat, bei der zweiten Mannschaft. Ja. Und auch viele deutsche Nationalspieler, nicht, sondern normale Spieler, hier wie, was weiß ich, Schindler ist, glaube ich, auch rübergewechselt, Haffele und so weiter und so fort. Ja, hat mit denen den Aufstieg geschafft, nach dem Elfmeterschießen, könnt ihr euch gerne mal angucken. Erstaunliche Kiste. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Wir danken allen, die heute wieder im Livestream und im Live-Chat mit dabei waren und denen, die sich das im Nachhinein anhören. Und vor allen Dingen natürlich danken wir allen denen, die uns in den vergangenen Wochen wieder unterstützt haben. Wenn auch ihr da draußen wissen wollt, wie ihr uns unterstützen könnt, dann findet ihr alle Informationen unter eintracht-podcast.de/support. Und wie gesagt, behaltet die Social Media im Auge für unsere Saisonrückschaufolge. Wir werden es rechtzeitig ankündigen. Dann entlassen wir euch jetzt erstmal in die nächste Bundesliga-freie Zeit und wünschen euch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende und bleibt uns gewogen. Bis dann, macht's gut.